And we're back. Yay. I have no idea what happened right there. We've become so sophisticated, we don't work anymore. I do kind of like the whole different cameras. Like if I look like this and go, thank you. Or if I go, no, that doesn't work. This one. I think we've broken everything. We bought loads of shit and none of it works anymore. Yeah, you know what? Egal. Worauf man sich verlassen kann. Worauf man sich verlassen kann. Genau. Lass uns jetzt mal richtig stark starten mit einem Song. Okay. Yellow Jacket Sessions. XXL. I always want to say something like that. Ich würde so gerne die Anfang von alle Filme machen. It was a dark, deep place. Okay, I'll play some music. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist ja heute ein besonderer Tag. Es ist ein besonderer Tag heute. Und warum? Weil wir heute unsere... Oh Gott, alles. Alles. Und es sind so viele richtige Gäste heute. Oh ja. Also nicht so Max Giesinger oder Nico Santos, nein, echte. Echte. Echte, weil Nico und Max, ganz ehrlich, hangen die ganze Zeit bei uns. Nico, obviously, and Max, lovely brothers is what I call them, the lovely brothers. And more of the lovely brothers are coming today. Darf ich was sagen? Wir haben bis jetzt keine weibliche Gast gehabt. Heißt es Gast oder Gästin? Gästin? Ich mag halt einfach keine Frauen neben mir. Na, einfach natürlich. Bam! Bam! And that's why, people. And that's why. Weil ich lade niemanden ein. Josephine lädt jeder ein, die kommen. Aber wenn ich jemanden einlade, irgendwie kommen die nicht. Würde ich mir Gedanken machen. Still. Standing on the sand dunes, waiting for the rain. Haven't got enough strength to dig my own grave. You started to kneel and you started to pray. You put your hands up and you started to wave. Falling through the front door, then into the dance floor. Thought that losing you would be like kissing death. Caught your smile as I was catching my breath. Put the coins in and press 22A. Kiss me like you want me, show me that you care. Hold me like you're hoping I'd stay here. Tell me in a whisper, look me in the eye. Cross your heart and hope to die. Kiss me like you want me, show me that you care. Hold me like you're hoping I'd stay here. Tell me in a whisper, look me in the eye. Cross your heart and hope to die. Don't be afraid of what's been in the past. Hold on to time like it's moving so fast. I know it's hard not to be like you. There's no need to lie, just be kind to the truth. It doesn't make a difference if I had it before. Yesterday was different, can I hear it once more? And everything is casual, everything is cool. Everything is broken if we play by the rules. Everything is broken if we play by the rules. Kiss me like you want me, show me that you care. Hold me like you're hoping I'll stay here. Tell me in a whisper, look me in the eye. Cross your heart and hope to die. Kiss me like you want me, show me that you care. Hold me like you're hoping I'll stay here. Tell me in a whisper, look me in the eye. Cross your heart and hope to die. Cross your heart and hope to die. Cross your heart and hope to die. Woo! Also. Ja, Ding Dong. Ding Dong, jemand ist reingekommen. Und wir müssten ihm jetzt erstmal rein, weil er hat den ganzen Tag geschürft. Er hat tatsächlich ein Video gedreht heute mit unserem Bruder halt, Savage. Please welcome to the Yellow Jacket Session, Sido! Woo!
Oh, wo ist denn die Kamera? Gibt es hier eine Kamera? Ey, das ist Big Brother Kamera. Big Brother, ja, haben wir gesagt. Ja. Ah, ja. Da ist eine Kamera. Da, da ist eine Kamera. Da. Und da. Das ist doch nett. Und hast du jemals, wie heißt es nochmal, Verstehen Sie Spaß gemacht? Ist jemals erwischt? Nein. Also, ob mich mal jemand reinlegen wollte? Ja. Nee. Ich habe auch all meinen Leuten gesagt, wenn die jemals anrufen, ja. Mach das lieber nicht. Ich finde das raus und dann bin ich sauer auf euch. Ey, ohne Shit. Und was hat meine Frau gemacht? Sie hat mich reingelegt. Wirklich? Ja. Sie hat mich wirklich reingelegt. Aber ich bin, mein Vater war Polizist, also ich habe Augen echt im Hinterkopf. Und ich kam rein in diese Kneipe, wo ich die mich reinlegen wollte. Tatsächlich kam ich an und habe ich draußen Kameras gesehen. Und dann, das Schöne war, es ging ab, aber es ging richtig ab mit irgendwie so Biker an der Theke mit, ey, die scheiß Bullen, wir machen die. Und ich wusste schon, okay, das ist alles gestellt. Okay. Dann könnte mich echt breit darstellen. Okay. Somit, hast du so, mitgespielt? Ja. Hast mitgespielt? Ich habe nicht mitgespielt, ich habe meine eigene Rolle übernommen. Okay. Ich habe dann angefangen, als die gesagt haben, scheiß Bullen, ich habe gesagt, eigentlich ist mein Vater Polizist. Ich kann leider die Meinung nicht teilen. Halt. Wir sind so zwei Riesenkerlen. Und ich habe Spaß gehabt, aber irgendwann dann kam die SEK durch die Tür und alle irgendwie so mit am Boden, am Boden. Und die zwei Bikers sind abgezischt. Und ich so ganz casual, ich würde gerne ein bisschen Identifikation bitte sehen, bevor ich mich am Boden lege. Also es war also und für mich... Nicht? War natürlich. Ne, die waren so. Oh, die waren Und ja, ich fand es, wieso, ich glaube, weil ich bin in einer Stadt aufgewachsen mit 5000 Menschen, 500 Polizei. Von den 5000 waren 500 Polizei oder waren 5000 Menschen und plus 300? 5000 Menschen. Hast du was zu trinken? Haben? Ja, selbstverständlich. Josephine, meinst du, du kannst es irgendwie, weil immer wenn, ja, ah, ein Ray Cup. Die gibt's nicht mehr, die sind ausverkauft, ja. Ein Ray Cup. Ja. Ein Skinny Bitch, glaube ich, ist ein... Okay, mein Signature Drink. Ja? Ja? Wo gehst du denn? Weil der Bar ist also da lang. Was hättest du denn gern? Ich mache jetzt quasi die Bar. Ich trinke erstmal auch ein Skinny Bitch. Mhm. Okay. Haben wir uns so angewöhnt. Wir haben uns ein bisschen das angewöhnt bei der Voice. So, ich komme mal an hier. Das ist, ich freue mich total, dass du da bist. Irgendwie so, weil du führst schon irgendwie so ein bisschen... Crazy Life. Oh. Nee, das gerade heute hast du ein Video gedreht. Ja, das ist ja nicht so crazy. Ehrlich? Nee. Crazy sind andere Dinge. War das aber crazy, hast du ihm gesagt, ich kann jetzt nicht weiter oder wart ihr schon fertig? Ich habe die ganze Zeit auf die Uhr gezeigt. Leute. Ich muss noch zu Ray. Lasst mich. Willst du dich umziehen? Na! Mein Lieber. Ehrlich? Naja, klar. Ey, check, weißt du, das Ding ist, Siggi ist immer so vorbereitet. Das ist Wahnsinn. Haben wir kein Wort gedacht? Wir haben bestimmt... Doch, bestimmt. Ja. Unten haben wir bestimmt. Gucken, ja, aber setz dich erstmal hin. Ja. Guck mal, jetzt hat er Yellow. Also, das finde ich sehr stark. Ja, Yellow Sweater. Aber dann muss ich doch auch. Warte, ich hatte doch hier irgendwo auch noch eine. Warte. Du weißt, du hast die komplette Unruhe hier reingebracht, weil wir waren und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann machen wir das. Und dann auf einmal stand es halt da. Aber ist doch geil, Chaos ist geil. Chaos ist super. So. Sag mal, vermisst du der Voice? Ja. Du musst halt zurückkommen. Ja, sag was. Ich habe auf jeden Fall gefragt. Wer nervt am meisten gerade, diese Staffel? Wer nervt am meisten? Das darf ich leider nicht vor der Kamera sagen. Niemand. Ich finde, also es läuft sehr gut, aber es sind sehr viele Coaches auf jeden Fall. Aber die Stimmung ist gut. Also wir haben schon eine Stimmung, aber ich habe schon dich vermisst mehrmals. Irgendwie so vor allem. Einen, der da mal für ein bisschen für Ordnung sorgt. Ja. Genau. Nee, aber vor allem, als wir Ray hat wirklich öfter hinten im Backstage einfach geweint. Ich schwöre dir. Ja. Mit wem trinkst du Kaffee dann hinter der Bühne? Aber auch mit, wenn wir versuchen, Mark fertig zu machen, also Samo halt irgendwie so kann leider deutsch technisch nicht so auf die... Und wir waren schon ein gutes Team gegen Mark. Es war so leicht zusammen, das zu machen halt irgendwie so. Weil wir haben nur man braucht aber zwei gegen Mark. Alleine schaffst du Mark leider nicht. Nee. Mark ist Flitz wie... Wie heißt es? Flitz wie ein Bogen? Ja, der flitzt wie ein Bogen. Der flitzt so wie ein Bogen. Der flitzt wie ein Bogen. Ihr mindestens lacht jetzt. Mal.
Das, ja. ist, das passiert mir die ganze Zeit jetzt. Ich sag was, denn dann ist es witzig, aber aus falschem Grund. Wie war das? Es sprüdelt auch. Ja, es sprüdelte mir raus. Also beim letzten Mal, also letzte Woche hat es gesprüdelt stark. Es sprüdelte? Mhm. Hat es rausgesprüdelt. Es hat echt stark rausgesprüdelt und es war super. Und sag mal, da muss man halt jetzt ein Campaign starten, wie du das zurückkommst irgendwie so. Ich meine, ich weiß nicht, ob die mich zurückhaben wollen, aber auf jeden Fall nächste Staffel. Wenn dann nur im Doppelpack, klar. Ich glaube, es war die beste Jury jemals. Nicht nur, weil ich dabei war, aber man hatte so das Gefühl, es war die besten Coaches jemals waren, war die Staffel, wo ich auch dabei war. Nicht also zuletzt auch wegen mir. Mir hat es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, also das kann ich auf jeden Fall ehrlich sagen. Weil es war, ich habe heute darüber gesprochen, als du irgendwie so ein Dreier oben, also wie kann man das aussprechen jetzt? Ein Dreier. Als er Dreifen sein Team auf die Bühne hatte und dann gesagt hat, ich nehme keine. So, alle Kiefer, bing, what? Und wir alle irgendwie so mit, aber... Ich möchte gerne Dinge abkürzen manchmal, wenn mir das zu lange dauert. Wenn ich weiß, keiner von denen wird sowieso die nächste Runde überstehen. Ja. Wozu die noch jetzt noch eine Woche länger hier lassen? Kostet ja auch alles. Ja. Der wird am liebsten bei The Voice reingehen und sagen, hör mir zu, 20, geh nach Hause, es wird sowieso mit nicht. Ey, kennst du dich Reynolds mehr da? Ich meine, wer das gesehen hat, das war immer so, dass irgendwann musste halt diese Abschied, das war vor Corona-Zeit, deswegen konnten wir uns umarmen und Tschüss sagen. Und dann irgendwann war das sehr lang in den Abschied. Und das Schönste war, als ein Paar, der eine Typ hat gesungen, hat leider nicht geklappt, keine so gedreht, der hat trotzdem gefragt, darf ich meine Freundin was fragen auf die Bühne? Und wir waren und dann kommt diese Frau und sagt, willst du meine Frau sein? Und dann sie hat gesagt, ja. Und du hast gesagt, gut, tschüss. Hat sie ja gesagt? Gut, tschüssi. Oh, tschüssi, schön, dass du da warst. Naja. Ja, sag mal. Genau, bevor die Skinny Bitch kommt, erstmal vielleicht. Ich tue danken. Ja. Hast du Lust auf ein Lied? Weiß ich nicht. Aber soll ich mal warten? Weil das Ding ist, ich muss sagen, als du gesagt hast, dass du kommst, habe ich mir... Ich hatte erstmal geweint vor Freude. Ich habe tatsächlich... Ja, weil er ist sehr emotional sowieso und was dich angeht überhaupt. Der hat... Aber muss ich ehrlich sagen, ich habe eine starke Verbindung zu allen Gästen von heute. Das stimmt. Und mit Sigi war der Voiceless. Samu kommt, ne? Samu kommt auch. Und weißt du, was er sofort gesagt hat? Oh, ich wollte immer Sido kennenlernen. Hat er sofort gedacht. Ich wollte mal treffen. Und mein fucking Show ist dir scheißegal oder was? Aber es ist. Nur deswegen ist er hier. Nee, hat er mir erzählt übrigens. Ich habe ihm erst gesagt, ich habe gesagt, ey, ich treffe Sido morgen. Willst du mitkommen? Aber also ich winke jetzt mein MD, Pat, und wir würden. Also, ja, also die Jungs kommen alle jetzt rein. Wir haben ein bisschen aufgestockt heute. Wir haben ein Band und das ist schon aufregend, jetzt ein Band zu haben. Also wie gesagt, meine Running Order ist nochmal für den Arsch. Ja, wir haben eine Running Order gehabt, aber also ist egal. Ich hatte ein Klimax, aber ist egal. Ist egal. Wir haben jetzt irgendwie so auf jeden Fall... Hallo Leute. Hallo. Männers. Es ist Connor, genau. Simon und Marc. Ja, könntest du mich noch aufklären, was wir machen? Ja, nee, gleich, aber... Und das Schöne ist, in dem Booth, wieso Philipp, unser Kameramann, kann bestimmt zeigen, jetzt, dass Pat, unser Musical Director, ist da hinten. Check it out, that shit is so hot. Die sieht so gut aus. An der Trommel. Ja, an der Trommel. Ja. Und das ist ehrlich, weil eigentlich, wahrscheinlich, sonst wäre das viel zu laut. Da brauche ich die Kopfhörer jetzt für. Ja, du kannst die Kopfhörer. Also, jetzt erzähle ich dir halt, was wir vorbereitet haben. Also. Astronaut. Ja. Ich hab's geahnt. Ehrlich? Warum ist das auch? Ja, weil der so flink ist, weil er hat nämlich gesehen, der hat irgendwo gelesen. Nein, das ist jetzt das Einzige, wo du auch zeigen kannst, dass du singen kannst von meinen. Ehrlichkeit ist manchmal eine Stärke und manchmal anders. Also in Wirklichkeit, das Ding war, und ich wollte dir das immer sagen, ich habe nie die Zeit davor gehabt, ich finde deine Texte, so oder so sind da auch sehr viele starke Texte, aber dieser Text spricht mich so ins Herzen. Weil ich finde irgendwie so, die eine Zahl, die mir wahnsinnig, wo ich denke, halt, jemand muss das erstmal schreiben, jemand muss viel erleben, um auf diese Textzeile zu kommen mit irgendwie so fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Ich dachte halt, in ein Zeil ist das alles, man versteht irgendwie so komplett, was du meinst denn. Und es ist auf jeden Fall, ich muss verraten, eine Kleinigkeit, es ist auch unser Familienlied. Ja. Was heißt das Familienlied? Was? Das bedeutet, dass wenn wir Auto fahren oder wenn wir zusammen, meistens wir singen auch sehr laut alle zusammen im Auto. Ja.
Und das ist ein Song, den wir alle ganz laut stark... Wer rappt dann immer? Also ich nicht. Nee, den lassen wir aus. Wir überlassen, wir machen alle das im Auto, so. Also in der, genau, wenn das kommt, Backup. Dann machen wir immer so die den Menschlichkeit letzten... Fehlt. Na, ich will, weißt du was, wie heißt es, der Doppelrapper? Wie heißt der Doppelrapper? Irgendwie so, der hintere Rapper. Der hintere Rapper, der... Backup. Also der Backup war ich ein genialer Backup. Ich war auch ein geiler Gitarrist, die okay, nicht eingestellt wird. Was machst du jetzt, Backup, für meinen Rap? Oh shit. Du genialer Backup, jetzt zeigst du mal. Nein, ich wusste nicht, dass es eine Jobvorstellung war. Vorstellungsgespräch. Okay, also. Also from me out can we? We can. Okay, Pat, let's try this. Nix hält mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein. Mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren. Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen. Lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr. Langsam haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, nix hält mich am Boden. Alles blass und grau. Zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt vom Mond, der Rest verblasst im Grau. Ich hab Seitenraum verloren, oh, wie ein Astronaut. Genau. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt über den Boden. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt vom Morgen, der Rest verblasst im Grau. Ich hab Seitenraum verloren, oh, wie ein Astronaut. Wow. Schöner Groove. Das ist gut, ne? Ja. Das hat mich so viel Spaß gemacht. Wow. Geil. Weil wir stellen uns ganz viele Dinge vor, aber dass wir jetzt irgendwie so ein Royalty, irgendwie so Rapper am Set. Ich finde es. In Yellow. Aber ich meine, ganz ehrlich, das Ding ist halt irgendwie so. Du bist halt ein Rapper, die man zuhören kann, weil ich bin halt nie, überhaupt nicht der Rap-Könner. Ne? Also ich bin halt so die Mainstream-Consumer. Ja. Und was ich merke bei dir, ich verstehe jeden Wort. Das ist mir sehr wichtig. Ich könnte bestimmt auch dieses Double-Time und schnell rappen und den ganzen Quatsch, aber mir ist sehr wichtig, dass jeder alles versteht. Deswegen benutze ich auch, ich versuche immer Worte zu benutzen, die jeder versteht. Nicht so Fremdworte und so Worte, die mich besonders schlau klingen lassen. Sowas vermeide ich. Ich möchte, dass jeder versteht, was ich sage. Das ist mein Anspruch. Mir geht's auch so, weil ich meine, unsere, like so bei uns zu Hause, irgendwie so die Familie hört zu und irgendwie, wenn er fängt, es wäre mir manchmal lieber, dass er andere Zeile zitiert, irgendwie so. Ich sag halt, aber andererseits, ich meine, ich bin jemand, der flucht nach. Wir hören nur die Songs, die lieb sind.
Hab nur Liebe-Songs. Ja. Aber wenn man dich auch kennt, irgendwie so, das Ding ist halt, die Nähe ist da und dann versteht man auch, wo es herkommt. Und ich meine, ich sage immer, es ist nicht das, was man sagt, es ist, wie man das sagt. Ja. Und irgendwie aggressiv jemand zu sagen, du bist ein fucking Arschloch, ist viel mehr, als wenn jemand irgendwie so ein Glas Milch irgendwie so fallen lässt, oh, you fucking Arschloch. Es ist nie, weißt du, es ist die Gewalt, irgendwie so muss man aussprechen. Ja. Aber sag mal, jetzt irgendwie so ein Tipp. Wir sind Sido-Fans, wen müssen wir sonst hören? Außer natürlich Savage, auch ganz große Rapper halt ein Held. Ja. Wen muss man sonst irgendwie so zuhören? Contra K könnte euch gefallen, okay. wenn das so um die Texte geht und die Art und Weise, wie Dinge vorgetragen werden, könnte euch Contra K ziemlich gut gefallen. Ja. Ich habe natürlich auch, ich mag Leute auch, die ich jetzt nicht empfehlen würde, wenn ihr mit den Kindern im Auto war. Ich mag Capital Bra sehr gerne, ich mag Samra sehr gerne. Für mich sind das so die neuen Rapper, ja, die so einen sehr guten Film haben. Bozza, ja. Es gibt so ein paar Leute, die ich sehr gerne mag, aber die würde ich euch jetzt nicht unbedingt fürs Auto empfehlen. Ich finde Kapi halt so, oh mein Gott, aber was ist das? Das ist egal, das ist so egal. Ich finde Kapi mal lustig in seinen ganzen Stories und so weiter, weil der ist ja wirklich so, der nuschelt so dolle beim Sprechen. Ja, ja, auch ja, beim Sprechen. Auch beim Singen ja. Auch? Beim Rappen ist das ziemlich, er macht das auch sehr deutlich, er achtet auch darauf, dass Leute alles verstehen. Er benutzt nur sehr viele Slang-Worte, also so Straßenworte, die man nur versteht, wenn man einen Bezug zum Straßenleben. Genau. Also aber ich habe also das erste, ganz ehrlich, ich bin so weit weg davon, ne? Von Hip-Hop und so. Das ist okay. Ah, naja, da, oh, Moment mal. Ich bin in deinem Blog gewesen Bratan. Schon. Also ich so, Joe ist halt, kommt aus der Blog. Also in Rumänien, so, ja. Waren ja, aus dem Blog. War, da, ja. Blog kann ich mitsprechen. Aber Blog ist nicht immer gleich Hip-Hop. Wahrscheinlich ist der Blog in Rumänien ist eher so Techno. Kann ich mir gut vorstellen. Mit so Mund so, machen die ganze Zeit. Na, eher Classic Rock. Classic Rock. Queen, ey, rauf und runter und aber. Ey, bei Raymond, da waren wir im Ostblock, sowas von den Helden. Ey, wir haben Budapest gespielt, so an der Wand. Also, oder Russland, oder das Bukarest. War immer. Budapest. Bukarest. I fucked it up, I'm sorry. Every time I go to Romania, and the capital of Romania is Bukarest. Seitdem wir uns Bukarest. Bukarest. Aber bitte. Ja, aber das ist ja auch verwirrend. Das ist verwirrend. Lass ihn in Ruhe, das ist wirklich verwirrend. Danke. Er hat schon genug zu tun mit normale Deutsche. Und jetzt bringst Ungarn, du ihn noch. Rumänien. Hallo. Also. Ich mein, aber bei mir ist es wirklich nicht schlimm, weil ich bin ja auch ein bisschen ungarisch, ja. Ein bisschen rumänisch, also deswegen ist es schon was heißt, vielleicht etwas verwirrend. Was heißt Prost nochmal auf Ungarisch? Was? Was? Prost? Ja, Prost, also ein Salut. Ja, das ist auf Rumänisch. Auf Ungarisch heißt es, lass mich kurz überlegen. Ergeschäkede oder so? Ergeschäkede. Ergeschäkede, genau. Ergeschäkede. Ich check die ganze Musik. Ergeschäkede. Das kenne ich. Das kenne ich. Also. Ich kann es nicht sprechen, muss ich echt sagen. Weißt du, warum ich dich das frage? Weil ich das langsam mal sagen wollen würde. Der will was trinken. Hat man irgendwo irgendwas gefunden? Kann ich dir ein Bier anbieten? Nein, auf gar keinen Fall. Ein Schnaps? Ein Eistee zum... Was für ein Schnaps? Ja, habe ich mir gedacht. Okay, Schnaps. Ich hole dir einen Schnaps, Josephine. Du musst jetzt rausfinden, seine Lieblingsfarbe und Lieblingszahl. Okay, also deine Lieblingsfarbe ist also gelb. Lieb ich. Nee, wenn man wirklich mal von meiner Liebe... Falls es wirklich jemand interessieren sollte, was meine Lieblingsfarbe ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das jemand interessiert. Doch mich. Blau. Also jetzt gerade extrem. Ein schönes, knalliges Blau. Oh. Marine. Marine. Royalblau? Ja, genau, das ist ja Marine. Royalblau. Ja, genau, sowas. Ja, ein schönes, knackiges Royalblau. Ja, das ist ein schönes, knackiges. So. Ging auch ganz schnell. Ja. Und deine Lieblingszahl? Das nur damit wir das jetzt erfüllen, was er gesagt hat. Das weiß ich nicht, Lieblingszahl. Ich glaube, alle Zahlen sind mir gleichgültig. Ja, also Ray ist da ja nicht so, ne? Der liebt ja so Zahlen und bei ihm ist ja, also wenn er aufs Handy guckt, das ist zufälligerweise immer 11.11 Uhr oder 21.21 Uhr. Oh, was ich aber gut finde, ist 12.34 Uhr. Oh. Wenn ich auf die Uhr gucke und es ist 12.34 Uhr, wenn ich aufwache, dann wird das ein toller Tag. Aber wir haben auch Eiswürfel, Leute. Eiswürfel? Nein, man muss ja Schnaps in Zimmertemperatur trinken, damit das den Geschmack entfaltet. Die Skinny Bitch ist angekommen. Na, nett. Prost, mein Lieber. Cheers. Was trinken wir jetzt? Was ist das? Rote Beete, Obst, Geist. Nee, das ist ein Aprikosen. Oh, na bitte. Ja, ein bisschen. Ja, aber was? Aprikosenschnaps. Ach so, ah, okay. Okay, also. Gut.
Wir wollen zwei Dinge machen. Ist dir auch mal aufgefallen, dass genau da, wo ich keinen weißen Bart habe, hast du den weißen Bart. Wenn man unsere beiden Bärte aneinander legen würde, guck mal hier, ich habe du hast das genau da weiß. Wenn man unsere beiden Bärte, dann wäre der perfekt. Der perfekte weiße Bart sind unsere beiden Bärte. Du hast ein T und ich habe ein U. Na, ich habe hier, weiß nicht, was das soll überhaupt. Was soll denn der Quatsch hier mit diesen Streifen hier? Ich glaube, es ist nordisch, irgendwie so. Nee. Ich hab einen Dingstest gemacht. Wie heißt das? Genetisch. Hier mit Spucke wegschicken und dann sagt dir einer deine DNA. Und? 31% Asiate. Ehrlich? Mhm. Hatte ich auf jeden Fall gesagt. Ich schwöre dir. Aber das sind meine Vorfahren. Ich bin ja Sinti-Roma. Ich habe ja Sinti-Roma Blut und Wurzeln und wir kommen ja aus Indien. Ursprünglich. Und das sagt mein Blut auch. Ah ja. Wir sind von Indien hochgepilgert und deswegen habe ich auch Indien, Afghanistan, Iran, Türkei. Ich habe von überall ein bisschen Blut. Wir haben auch, kennst du diese Sprache, diese Gam? Gam ist halt so die Sprache halt der, wie sagt man, also die Sinti-Roma. Sinti-Roma. Ja, mehrere Sprachen. Ja. Romnes gibt es die Sprache, die meine Familie ist. Ist die Sprache, die meine Familie ist. Ist die eigentlich ähnlich wie Rumänisch? Ja, das ist aus Rumänisch entstanden, hat auch Deutsch mit drin. Es ist so eine zusammengewürfelte Sprache. Kannst du was sagen oder kannst du nicht? Sagt man nicht oder macht man doch? Ich frage mich, meine nur, Mutter ich hat früher, wenn wir unter Menschen waren, hat meine Mutter früher immer, wenn sie nicht wollte, dass die Leute mitkriegen, was sie mir sagt, hat sie immer diese Sprache mit mir gesprochen. Okay. Deswegen kenne ich verschiedene Schlagworte, wenn es um Geld geht, junge Mädchen, die Leute. Leise, also so, okay. So gewisse Schlagworte. Kannst du mal ein so sagen? Love heißt Geld. Love. Okay, nee. Mhm. Nee, passt nicht. Chavo heißt Junge. Chavo. Chavo, nee. Ich liebe es. Chavo ist aber auf Ungarisch Junge, glaube ich. Ich glaube, das ist alles irgendwie, hat sich das zusammengewürfelt. Chavo. Wir sagen Chavo zu Junge. Ich glaube, Chavo ist auf Ungarisch Junge. Okay. Okay? Okay, wir müssen jetzt irgendwie so... Komm, wir holen jetzt auch mal den Michael und dann räume ich meinen Stuhl. Na ei. Wir müssen auch erstmal Sido sein Willkommengeschenk geben. Oh, natürlich. Hör auf. Doch, ich habe überlegt, doch, ob ich nicht komme, aber dann dachte ich, vielleicht gibt es ein Geschenk. Okay, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist aber nett. Das ist, ja. Das war nicht schön. Ich aber gleich weinen, Leute. Das ist was Cooles. Das ist richtig. Das ist von da, wo du immer deine Jacken holst. Ne? Ich sehe das jetzt schon. Ja. Ich sehe jetzt schon das. Ray hat bei The Voice von Germany. Mein Lieber, Prost erstmal. Auf das Geschenk. Auf das Geschenk. Ray hat bei The Voice von Germany nach mir immer die besten Klamotten getragen. Was nicht schwer ist, wenn man Mark Forster... Ey, bitte, das war so unfair gegenüber Mark. Mark kam rein, wir waren, sag mal, was hast denn du denn an? Immer wieder. Das sah aus, als immer wieder. Und im Grunde geht das ja gegen seine Stylistin, sorry. Weil wir immer so vorsichtig sind mit sowas, aber... So, aber dann hat er mir gesagt, die Jacken, die gibt's nur einmal. Ich trage immer Jacken, die gibt's nur einmal, die ist extra für mich angefertigt. Und dann sag ich, ja, das ist aber voll geil. Und jetzt habe ich auch so eine bekommen. Ne? Ja, aber guck an die Innenseite. Guck. An der Innenseite. Liebe ich jetzt schon die 1, Leute. Ja. Da hat jemand verstanden. Ja. Innenseite, sagst du? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Wollt ihr hinten nochmal sehen? Das ist auch schick. Das ist nämlich meine Maske. Als Adler. Und drin steht... Sido. My name. If you can lesen this. This is my name here, ja. Leute. Mein Künstlername. Okay, wir würden jetzt... Aber das ist ein Yellow Jacket mit Absicht. Ist selbstverständlich. Ja. Yeah. Ich finde halt, wieso das... du gehörst jetzt zum Yellow Jacket Family. Ja. Und wir freuen uns sehr. Und deswegen gibt es auch immer eine Jacke, dass man... Aber siehst du, dass der Pullover neu war? Ja. 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 Oh, wow. Der Typ ist so ausgecheckt. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich finde, gelb steht dir. Aber sowas von. Ja. Guck mal das an. Ist das ein Checker? Sieht der slick aus. Jetzt habe ich das Gefühl, meine Jacke ist ein bisschen, stinkt ab ein bisschen gegenüber. Guck mal, die Jungs haben einfach die coolsten Jacken jetzt. Weißt du, wo diese Jacke, ich bin halt irgendwie so diese Straße entlang und das war so gelb. Jetzt hat ein Sommer hinter sich. Dieses Jahr sind ja auch wirklich die Wespen ziemlich aggressiv, muss ich sagen. Wurdest du angegriffen? Die Wespen. Die Wespen? Ja. Leute, dieses Jahr ist das wirklich speziell aggressiv. Ich weiß ja nicht, wo ihr lebt, aber...
Aber ich sitze nicht mehr draußen im Restaurant. Nee, in Berlin. Nein. Vergiss es. Aber das ist ja immer nur kurz bevor. Da hast du von deinem Fleisch hast du nichts mehr, das essen die Wespen. Ey, und ich sehe immer am Ende bei dir, wie viel du, also wie gerne du Fleisch isst. Ich bin klassischer, ich bin ein, wie würde man sagen, Foodie. Oh ja, total. Ja. Oh, wir sind auch Foodies. Ja, wir waren aber sehr gut essen mit dir mehrmals. Ja. Und das ist tatsächlich. Essen kann ich. Ja, ist eine Freude. Aber komm, wir haben jetzt irgendwie so, wir müssen ein bisschen Musik machen, weil sonst würden die Leute jetzt ein bisschen. Ja, aber lass doch den Schulte mal was machen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Lass ihn mal reinkommen. Ja, nee, du, ich kenne nur eine von deinen Liedern. Ja, gut. Dann kann ich jetzt nämlich mich um mein Getränk kümmern. Ja. Du, also du, so. wir bringen jetzt. Meinst du, bei The Voice von The Journey, ja, gibt es Szenen, wo man mir anmerkt, dass die spät am Abend gedreht wurden? Nee. Also bei dir, muss ich ehrlich sagen, bei dir, bei mir geht es nicht. Wenn ich ein bisschen was getrunken habe, ist es vorbei. Aber bei dir merkt man es nicht. Gut. Du hast immer einfach so gemacht. Ich hatte Angst. Es gab Momente, wo ich dachte, oh shit, wenn die das jetzt reinschneiden, Karriere vorbei. Nein. Als Rapper hast du eine freie Hand in sehr vielen Sachen. Ja, du darfst alles. Ich kann im Grunde machen, was ich Bei mir ist es halt Irlander, wenn ich sage, der war total, ich sage, ja klar, ist ein Irlander und Rockstar. Ich meine, das zusammen, keine Chance. Aber meine Mutter... Okay, come on, komm, wir lange. Okay. Welcome to the... Michael Schulze! Woo! Von einem haben will, dann von dir, mein Lieber. Darf ich nicht, oder? Die Sido muss dahin sitzen. Ja. Die Sido setzt sich dahin. Heißt die? Ja, das heißt die Sido. Auf jeden Fall. Ja, Leute, das fühlt sich an bei zu Hause bei mir, weil wir sind immer... Moment, ich bin ja Corona-Beauftragte. Okay. Moment, halt nicht anfassen. Ja, nächstes Mikrofon sauber. Nicht anfassen. Aber darf ich auch nicht? Ja, bitte. Wieso Sahne aus, ne? Er hat es getan. Halt. Das ist sicher, hat doch Trump gesagt. So, das ist jetzt ganz ehrlich. Hier und die Ohren von Sido, man weiß ja nicht. Das schmeckt ehrlich gesagt wirklich wie Wodka. Das ist wirklich. Also Alkohol pur, das kann man nicht trinken. Und es schmeckt gut. Das ist wirklich so ein bisschen so wie das, was ihr jetzt trinkt. Also das Skinny Bitch schmeckt schon. Aber das ist mit, ist das irgendwie... Das ist irgendwie ein bisschen falsch, aber es ist, wir üben noch. Bei der nächsten Skinny Bitch werdet ihr nicht mehr merken, was drin ist. Ey, bei der nächsten Skinny Bitch merke ich sowieso nichts mehr. Also. Ich hab schon so ein bisschen Angst, dass ich gleich auch so eine gelbe Jacke bekomme, aber das würde ich mir nicht antun, oder? Nee, das würde... Nee, bitte. Ich glaube, es gibt für rothaarige Menschen kaum schlimmere Sachen, als was Gelbes zu tragen. Das ist nichts, beißt sich krasser. Das können wir jetzt gerade mal kurz ausprobieren, aber das denn so wäre. Nicht, dass die Leute darauf anfangen zu würgen. Ich finde es aber nicht so schlimm. Würdest du sagen, du hast rote Haare? Ja, ich sage immer Kupfer. Wenn Leute sagen, ich habe rote Haare, sage ich immer Kupfer. Ja, meine Schwester hat immer gesagt, sie hat Erdbeer-blonde Haare. Ich weiß, das ist rot. Das ist halt sehr rote Haare. Aber ich habe so, das ist das Gelbeste, das Gelbste oder Gelbeste? Das ist kein Gelb, mein Lieber. Das ist Gelbste, was ich habe. Ich würde sagen, das ist so das Senf. Das hat mit Gelb gar nichts zu tun. Ach, also, das ist Leute, Move. Das ist schon Senfgelb. Also das ist, hier ist auch so ein Filter drauf. Ich weiß nicht, was du für ein Senf bist. Aber das ist Mauve. Das ist Senfgelb. Das ist Senfgelb. Guck mal, das ist Sommergelb, weil es eine ganze Sommer im Fenster war. Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass das hier schon ein bisschen geiler ist. Es sieht geiler aus. Ja, Joe, seine Jacke sieht geiler aus als meine jetzt. Ja, aber es kann auch an mir liegen. Ja. Das würde lass uns sofort kommen. Es kann auch an mir liegen. Das stand auf meinem Skript. Ja. Aber ich würde das tatsächlich gerne mal sehen, wie so Sido und Ray Garvey fusionieren, was dann dabei rauskommen wird. Also wird sich nicht verändern. Setz ihm einfach eine Brille auf. Übelgeile Typ. Setz ihm einfach mal meine Brille auf. Übelgeile Typ jetzt. Ja, mach mal ein Bild. Und wenn er jetzt bitte nochmal, das können wir nochmal Astronaut hören, aber... Ich sehe gar nichts gerade. Es ist so... Nicht close, aber siehst du... Ist da eine Stärke? Also eine... So leichte Stärke, also zum Beispiel ich. Das ist eher so. Und jetzt nochmal Astronaut singen und du rappst ein bisschen. Ey, boah, ich sehe jetzt gerade, also hatte ich 3 Skinny Bitches genommen. Ja. Das ist. Ich habe ja auch eigentlich gar keine kaputten Augen. Ich gleiche immer aus. Hey, weißt du was, ich mach die jetzt kaputt. Weißt du, was wir zuerst machen? Ja, bitte was? Deine Single. Oh nee. Ja, doch. Ja, nein. Ich hab nur Ray gesagt, auf gar keinen Fall meine Single zuerst singen, weil die ist so unfassbar hoch. Das ist, und, wir machen jetzt. Die ist schon jetzt 4,5 Töne tiefer als im Original. Ist, dann ist es rum.
Yeah, you have it done hinter you. Can, yeah. Can you send something to drink also? Yes, yes, yes. What make you wanting? I make a beer. You make beer? I make a beer. Yeah. Can I have beer for you? Yes, have you? I go to the fridge. Also nicht, dass jeder denkt, dass wir jetzt Kommando irgendwie so Josephine, weil sie eine Frau ist, die trinkt. Ist eigentlich, sie ist die Einzige ohne Kabel halt gerade. Ich bin die Einzige, die nichts kann hier. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich finde, wenn du singst, Baby, geht mein Herz auf. Baby. Baby. Ja, es ist, jetzt sage ich das, ohne das, klingt das irgendwie. Spiel lieber schnell ein Lied. Also, okay, hier. Die kommen. Danke für das Knie rausschieben. Also. Liebe Freunde. From the Voice in the, wie sagst Germany. Du das? Journal in Germany. The Voice in Germany. Wusstest du, dass ich ja auch mal, weil das ist The Voice in the Germany? Ja, ja. Wusste ich. Mein Lieberchen. Das beste Team übrigens. Wenn ich nicht im Team Ray gewesen wäre, hätte ich das Ding auch gewonnen, aber. So ist das bei Team Ray. Hast du das gerade gesagt? Nein. Wie böse ist denn das denn? Okay, ich mag Backing Vocals, aber eher so Backup-Style, ja? Dieses Desinfektionsmittel, das ist echt hart. Ich bin auch echt so ein bisschen betrunken davon. Ja, wenn ich dir ehrlich bin, wer das macht. Das ist nicht das Desinfektionsmittel. Deswegen hatten wir kein Wort mehr. Okay, here we go. Neues Lied von Michael Schulte. Jetzt schon erhaltlich. Müssen wir erklären, wenn jetzt gleich spontan Freestyle, machst du das oder macht er das? I Feierabend. Ich glaube, das no, you can't, as you can't Jersey. Force a rapper to freestyle. It's gotta But happen. But I can force Ray Garvey. I'm freestyling. I'm freestyling. Absolutely. Also for a second freestyle Ray Garvey rap. Ja. Ziehst du denn noch die Brille? Nein, kein Rap. Ich sing mit. Kompliziert es nicht. Mach das nicht kompliziert. Sing das. Das ist eine geile Nummer. Lass uns richtig machen. Darling, pull me closer till I hear the beating heart I've been missing. Since the night you took my number, I've been counting on the hours I'm drifting. Some kind of tension running through my mind, and it's a feeling I don't want to fight. So darling, pull me closer till I hear the beating heart I've been missing. Just 1, 2, 3 and I'm calling. 1, 2, 3 and I'm yours. Oh, 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 hold me just a little bit longer. I don't want the night to be over. Oh, I feel it's heaven. Oh, just for a second. If love is making me this drunk, then I don't ever want to be sober. Oh, I feel it's heaven. Oh, just for a second. A little searching for the someone I was looking for, that love in the wrong place. Then I stopped all the running and I didn't see you coming, it was too late. Got my attention in the fading light, and it's a feeling I wanna fight. No more searching for that someone, no more looking for that love, cause I found you. It's 1, 2, 3 and I'm calling. It's 1, 2, 3 and I'm yours.
Ray. Ist denn dein Rappername überhaupt, Ray? I'm rapping it, here we go. I've been here once, been here twice, gonna be here once again. Give you love, give you hardship, cause that's what it costs me pain. Everything that you got, everything that you gave me, everything that you ever want. It's like a ghost in your heart, like a ghost in your heart, like a ghost that's gone. I said, oh, yeah. Oh la la, la, oh la la, la la la. Oh, I feel it's heaven. Oh, just for a second, even love is making me this longer. So wolltest du auch nochmal? Also, für die Leute, jetzt muss ich erklären, für die Leute, die jetzt diese Gefühle haben, die müssen meinen Rap kommentieren oder vielleicht auch kritisieren. Das könnt ihr einfach lassen. Gucken das gerade Leute? Nein, das ist alles zum Aufen. Nee, Sido, alles gut. Ich dachte, Mutter zu Hause. Letzte Woche, wir machen das doch jeden. Ja, das ist unser Get-Together. Guck mal, das sind so, die Christi, die Beate ist auch Freundin von uns. Juhu. Oh, just a moment. Beyoncé. Beyoncé, okay. Junior. He's not a fan. Das Twitch? Die will einen Rap-Part mit dir. Ist das YouTube? Ja, es ist alles. Es ist alles. Es ist Twitch, YouTube and all of the above. Achso. Internet. Krass. Der Internet. Das ist im Internet. Cheers. Ich habe gesagt, ich gehe nie wieder im Fernsehen rein. Was trinkt ihr da jetzt genau? Skinny Bitch. Ich will ja auch nie wieder im Fernsehen reingehen. Ich wurde ja von The Voice from the Germany rausgeschmissen. Ah ja, das ist auch nicht wahr. Doch. Nein. Und wir reden auch nicht darüber? Ja, weil er ist da noch. Er kann darüber nicht reden, weil er... Nein, es ist nicht, dass ich nicht darüber reden kann. Was, ich will nicht. Was noch keiner weiß, ist, dass Sido nämlich dieses Jahr als Talent zurückkommt. Und rock das Ding. Oh, jetzt habe ich das verstanden. Oh, achso. Ich bin der Pinguin nächstes Jahr. Beim Mars Singer. Das war geil so. Da kommt jetzt wirklich ein Pinguin. Ehrlich? Weiß ich nicht, das wäre doch gut. Das stell dir gut. Vor, jetzt kommt wirklich ein Pinguin. Wenn ein Pinguin, dann würde ich Schnitt, das wäre der erfolgreichste Programm aller Zeiten, weil jeder das posten würde, der hat gesagt. Er ist der Pinguin. Er ist der Pinguin. Aber hast du schon mal einen Pinguin gesehen? So? Okay, wir spielen noch ein Lied. Man hört mich gar nicht, ne? Ich muss in dieses kleine Mikrofon hier sprechen. Ist schon okay, mein Lieber, es ist schon okay. Ich bin der Professional Techniker. Ich bin der Techniker, kein Scheiß, Mann. Vielleicht halte ich mich sogar lieber ein bisschen raus. Es könnte der Sache gut tun, wenn ich mich ein bisschen raushalte. Ja. Yes? Ja. Geil. Okay. Ich weiß nicht, wo der Capo ist. Was war das denn? 4? Ich check das. Hey, Leute. Ja, das ist, ne? Oh. Also, okay, nur zur Info, warum wir alle jetzt hier sind im Raum. Ach genau, wir hatten ja eigentlich 1000 Ankündigungen, ne? Und dann kam Sido. Und dann kam Sido und das hat ziemlich alles zerfetzt, so das alles ins Wasser geschmissen. Also finde ich auch. Ja, ich finde Chaos auch gut. Kann, ja. Leute, bitte erzählt niemandem, immer wenn Sido kommt, gibt's Chaos. Das ist richtiger Quatsch. Nein, das stimmt. Aber Leute, das ist so, Quatsch. Es ist so geil, es war alles perfekt geplant. Wir machen eine Ankündigung, dann kommt das erste Lied, nein, dann kommt das. Wenn man Sido Alkohol gibt, dann gibt's Chaos. Und dann kommt Sido rein und sagt Moin. Ja. Bin ich ein bisschen rot geworden schon? Leute, du warst die ganze Zeit schon. Leute, ich bin so rot. Ey, wow, guck mal, Baby, das ist ein geiles Aber Bild. Das ist das, was ich meine mit dem Gelb. Dieses Gelb-Rot, das ist gefährlich. Der sieht super aus. Ja, ja. Also ich freue mich, weil heute ist ein Tag, wir spielen halt irgendwie so ein paar Lieder und Yellow Jacket Sessions XXL. Und Grund ist, weil kommt jetzt neues Single heute. Ladies and We're gentlemen. Dropping a single, people. Übrigens, der Rap war nicht so abscheuert. Das war schon. Weißt du, was ich dir sagen wollte? Der war super modern. Der war so Double Time. Mach mal nochmal bitte. Na. Ich will verstehen, was du sagst. Doch, der war so. Ich hab echt Gänsehaut gehabt. Ja. Der war gut. Ehrlich? Mein Lieber, der war gut. Ich war beeindruckt.
Aber du musst mich denn coachen, ich will das besser können. Willst du wirklich mal rappen auf dem Song? Oh, ich habe ein paar Songs gerappt sogar, aber du musst dir erstmal spielen. Ich nenne es nicht rappen, aber. No, when I schreibe for you, ja. It's rap. Okay. So, ich will immer mit dir einen Song rappen. Willst du mal rappen on a song? Ja. Really, aber like for real, rapping for real, for real. Lass uns das Projekt vornehmen. Du und ich schreibe, wo du den Rap schreibst und ich rapp das. Und du zeigst mir, wie das geht. I schreibe on off the English. Und vielleicht... I can good also rap on English. I make good English. I make schreibing for you. Ich kann einiges auf jeden Fall. Ja, du hast aber wahnsinnig schnelle Tempo und deine Stimme, wenn du Bock hast. Absolut. Ja, ja. Und wenn das Bier läuft, dann... Weißt du, was aber das Wichtigste ist? Wann ich mich immer umgedreht habe? Ich habe mich nicht umgedreht, wenn die Leute jeden Ton getroffen haben. Das Gefühl ist mir am wichtigsten. Das hast du. Ja, das stimmt. Deine Phrasierung und so. Gerade in deinen Phrasierungen merke ich dein Gefühl. Ja. Deswegen, jetzt werde ich auch rot hier. Ohne Spaß, die solltest du vielleicht ein bisschen mehr als dein Signature-Move einsetzen. Deine Phrasierungen sind sehr gut. Die machen das Gefühl. Ja. Deine Phrasierungen machen dein Gefühl. Hat er recht. Ja. Lass mal was singen. Ich zeige ihm jetzt, wie geil das ist. Sag mal, wie du es geil phrasierst. Richtig geil jetzt. Phrasier jetzt mal richtig geil. Jetzt, ich weiß gar nicht, was phrasieren bedeutet, aber das ist... Pass auf, jetzt phrasiert du mal. Du weißt doch, was phrasieren bedeutet. Soll ich jetzt rappen oder frasieren? Nein. Achso. Singen und frasieren. Kann man im Rap auch oder frisieren? Was ist eigentlich mit deiner Frisur, wenn wir schon von frisieren jetzt sprechen? Was soll ich denn sagen? Das liegt aber jetzt auch daran, dass sie A, frisch gewaschen sind und B, habe ich eine... Du hast doch Lockenwickler heute benutzt. Nein. Das ist nicht so in Wirklichkeit. Das ist so. Das ist so. Hör auf. Mit Alufolie machen. I have auch Locken, wenn I make my Haare lang. Show me. I have Locken. Show? Ja, aber lange Locken. I have kurze Haare noch. Genau, kurze Haare, but wenn sie lang sind. Ja, aber du hast dicke Haare auch, ne? I have very dicke Haare. Aber wenig Haare, aber dicke Haare. Geil. Mein Lieber, ich bin 40. Ich werde 40. 40 schon? Yes. Du bist, wie alt? Ich bin halb so alt wie Ray. Here we go. Okay. Ray on guitar. Gibt's eigentlich noch The Voice Senior? Da könntest du dich da ja auch... Ja, wir frisieren uns. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. Oh, they tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I myself and I didn't know I was lost. Here we go, yeah. Oh, I was lost. Oh, Lord. Hey. Woo. Here we go. Oh, I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope to get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. Wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser.
myself and I didn't know I was lost. Didn't know I was lost. Also wenn hier noch viel weiter gesungen wird, muss ich mich langsam verabschieden. Weil dann sitze ich nur rum wie eine Gummipuppe. Aber ich kann meinen Mund so aufmachen. Ist dir sogar noch der Rap-Part geklaut worden? Ich habe ein bisschen mitgesungen, ich habe versucht, den Bass zu machen. Du kannst es aber auch. Ich meine, ich habe dich auch mehrmals singen gehört. Klar, es ist, Rap ist deine Stärke. Rap ist deine Stärke, das ist auch. Ich weiß, ob ich singen kann oder nicht und ich weiß, was ich kann oder nicht. Ich weiß, ob jemand singen kann oder nicht und ich weiß, ich kann es nicht. Den Bass, wenn wir eine Boyband wären, ja, würde ich einfach immer den Bass singen. Gut aussehen und den Bass singen. Also das heißt, du kannst tief singen. Mehr würde ich nicht machen. Ich kann überhaupt gar nicht tief singen. Hi, ich bin Ray. Das war geil. Hi, ich bin Ray. When it's all over. Oh, ja, okay. Lass zusammen singen, dann zeige ich, dass ich den unten singe. Wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Whoa! Aber jede Band braucht einen Bassplayer. Backstreet Boys. Man würde am liebsten so die aufgemischte Stimme einfach hören, wer das macht, weißt du? Und man weiß nicht. Ja, nee, man weiß es nicht. Der Nächste ist das. Und das ist auch oft so, oder? So, weil ich hab mit, wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Der eine von Blue. Bruce Lee? Nee, von Blue. Lee. Blue Lee. Ja, Blue Lee. Lass ihn Blue Lee. Blue Lee. Blue Lee. Aber der könnte nicht die großen Range, das war so das Ding. Der könnte da oben, könnte. Die ganze Zeit. Aber da muss mir einer in die Eier beißen. Dann kriege ich das auch. Ja. Ich kann so hoch singen, aber bei tief ist bei mir echt vorbei. Ehrlich? Immer ich. Ja. Ich kann das Ave Maria kann ich höher singen, als wer auch immer das im Original gesungen hat. Das wollen wir hören. Wir wollten von ihm hören, dass er der incredibleste Backup-Rapper from the world ist. Now you make the Ave Maria so hoch as it goes. Here we go. You want me to make you kniffing in the eye? No, I don't. No. Okay. But I make it by my own. Soll ich jetzt? Ja. Yeah. Das ist zu tief. Musst du vielleicht stehen? Wow. Ich hab's gesagt, fuck. Wow. Es geht noch weiter, pass auf. Also, ich weiß nicht, ob schön ist. Wenn man nicht mal in die Eier reinkneifen muss, dann has he no Eier. Das ist eher das. There are no Eiers zu kneifen. It's gone. Nee, der hat sich schon bewiesen. Wenn, ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht wüsste, dass ich Papa bin, dann würde ich mir auch Sorgen machen. Aber, ey, das ist krass. Baby, welche Lied hat dein Papa Nein, gesungen bei unserer Hochzeit? Du sitzt zwar mit den Beinen über Kreuz, aber du sitzt nicht über Kreuz wie Mark Forster. Nee. Ich kann das gar nicht vormachen. Macht der so hier? Ich kann nur so. Der ist so Yoga. Aber es ist lustig. Mark macht Yoga. Mark macht Yoga-Kreuzung. Mark kann das so nah. Yeah. So nah. So. Jeder hat ja so seine Seite. Ne? Weil ich sitze halt so, aber ich kann andersrum, kann ich gar nicht. Probier das mal. Oh, dann hast du ein dickeres Ei. Ja, aber nee, mach mal. Mach das mal. Bei mir, Leute. Also, der Yellow Jacket Session war schön. Leute, ihr entscheidet, wenn das jetzt genug ist mit diesem Sido, dann schickt mich einfach weg. Ich bin dann weg, Leute. Kann man die Kommentare nochmal sehen? In so einem Männertalk gerade. Okay, so, lass uns. Lass uns doch mal ein bisschen mehr über Stripper reden, über Muskeln, über Fitnessstudio, über Chiasamen. Vielleicht. Genau. Was war der letzte? Chiasamen? Nee, Chiasamen. Nee. Ist das nee, so? Nee. Ist das diese App, wo man lernt, wer Musik spielt? Diese Chiasamen. Chiasamen. Hey, sag mal, Chiasamen. Ja. Ich könnte über Superfood einiges erzählen. Über was? Über Superfood. Superfood. Ja, Superfood. Was ist das? Superfood. Ja. In welche Richtung jetzt? Ich finde das Essen im 893 super. 893. It's Superfood in 893. Ich mag auch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich mag sehr gerne Sophie Charlotte.
Döner. In the Sophie Charlotte Platz? Ja. Ist das gute Döner? Superfood? Ja. In the Sophie Charlotte Döner drin. Ist ohne Fleisch, ne? Das ja, ist ja mein Lieber. Aber deine Qualifikation ist irgendwie so, bist du Foodie? Ja, ich esse Food. Ja, dadurch ich bin ich Foodie. Klar. Also Foodie ist halt jemand, der Food isst und dadurch ist er Foodie. Sollen wir noch ein Lied spielen? Ja. Ne? Ich weiß nicht. Dann lass doch jetzt was von so, dir. So ich schmeiß mich wirklich einfach raus. Nee. Ich mein's ernst. Nein. Was sagen denn die Leute im Chat drin? Wollen wir mal den Chat kurz lesen? Lass doch. Ja, ich wollte gerade sagen, lass doch, oder von Sido und ich mache Phrasierung. Sido, bleib bitte. Sido, Shazam, Marc ist einfach Marc und knuffig. Joko, hä? Wieso Joko? Wer ist Joko? Wann kommt denn endlich Samu? Denkst du, der kommt? Lass den Sido bloß bei denkt euch. Denkt ihr wirklich Samu? Sido, sing mal. Aber kommt heute sing mal. Sido, was immer ein guter Gast. Ja. Ah, Schiersamen. Ich hab wirklich Shazam verstanden. Ich hab gehört, wenn einer mit mir mithalten kann in Sachen Drinking, ja, dann ist es ein Finn. Ist ein Finne? Finnish dude. Ja, not the sein. Irish one. I've been around with the Irish one for a long time. And he never, like... Wenn wir ehrlich sind, wir haben nie versucht. Wenn wir ehrlich sind, haben wir nie versucht. Worum geht's denn jetzt? Ums Trinken? But tonight we can making the Irish, the Finnish, the Finnish, the Deutsch, Pumuckl, and the Sinti. The Roma Sinti. We make saufing and we make cooking. And this is where we sagen, the und last wir man standing heißt diese und we leave the cameras on. And by the way, tomorrow we dray ganz viel from the... Lass uns doch mal eine Umfrage machen. Bei Twitch gibt es doch so tolle Umfragen. Lass uns doch mal eine Umfrage machen, wer könnte dieses Battle gewinnen? Zwischen dir, ich und... Country-wise. We make it the country thing. Also in Irland sind wir olympisch. Also wir haben kein Land. Ja, we don't also even have a land. Ich glaube, Ray. Ja. Yeah. Wir sind die Welt. Wir sind die Welt. Also die Iren, sage ich, haben die Welt erfunden. Also Kati Dönitz möchte auch unbedingt den Simon mal sehen. Können wir mal den Simon der Kati kurz zeigen? Wer ist denn Simon? Das ist Simon, unser Gitarrist. Hey, hi Simon, mein Simon. Lieberchen. Woo. Und dann hinter Simon ist Marc. Hi Marc. Hey. Und das erste Mal spiele ich heute mit die wundervoll Connor Fitzgerald on the keys. Oh, all der heißt doch nicht wirklich Australia. Fitzgerald. Ich muss Australia. Der heißt doch nicht wirklich Fitzgerald. No, that's a Künstlername. Nein, das ist no, ein echter Name. No, I don't. No, schau mir your Ausweis nach. Connor Schmidt. Das ist angeheiratet. Schau mir seinen Ausweis. Aus Australien. Der ist vom Australien. Ja, in Australia heißt man Koala. Nein, nur mit Vorname. Kangaroo Vorname. And shit. Show me nein, the didgeridoo. Fühl dich nicht verpflichtet. Du musst schnell lernen bei Sido Nein sagen. Können. Nein, Sido, nein! I don't show you. Er will mir zeigen, er will es beweisen. When Irish. Das ist lecker. So. Ah, hey, aber die Finnen, die saufen doch sogar in der Sauna, oder? Leute, der heißt... Tatsächlich. Der heißt... Fitzgerald. Fitzgerald. Fitzgeraldo. Der ist ein klassischer... Fitzgeraldo. Der ist ein klassischer Fitzgerald. Aber wer ist Lismore? Lismore is actually a place in Ireland. That's a Stadt? Ja. Okay. Aber es tatsächlich ist auch eine Stadt in Irland, weil Connor kommt... Also du bist 85 geboren? Genau. Okay. Wie lange bist du schon in Deutschland? Seit 6 Jahren. Und spricht jetzt schon besser als Samu. Der heißt Fitzgerald. Spielt besser als Samu. Das ist keine Aufgabe übrigens. Nee. Weißt du, was das Problem ist bei den Finnen? Die wollen sich ja jeden Winter umbringen. Hallo? Ja, die größte Selbstmord... Nee, Lettland. Ich weiß nicht, ob Finnland oder Lettland, aber eins von den beiden Ländern hat die größte Selbstmordrate. Woher wissen die, was Samu trinkt? Er trinkt Wein und Jägermeister. Was macht er? Ja, die folgen dem, die sind nur wegen dem hier. Sido, entspanne Samu trinkt dich. Nur Jägermeister und Wein. Ich soll mich bitte entspannen, schreiben die Leute. Was bedeutet genau entspannen? Gehen? Nein. Ey, Herr Fitzgerald, nehmen Sie bitte Ihren Ausweis wieder, Sie können weiterfahren. Aber bitte kein BTM jetzt, mehr, ne, right. Mein Lieber. So, fahr vorsichtig, mein Großer. Ich will dich nicht mehr sehen, wiedersehen. Ey, ohne Shit, du wärst eine tolle Polizist. Ich schwör dir. Ich schwör dir. Aber weil ich das schon oft gehört habe. Ja, mein Vater hat es immer gesagt, der beste Polizisten sind die sehr nah an Kriminellen. Ey, can you the Gedicht from the Bodensee? Nee. You know poem? The poem from the Bodensee? Nee, erzähl mal. Ich kann gar nicht glauben, dass ich von meinem Glas schon den Boden sehe.
Den kenne ich, den kenne ich. Ja, ja, ja. Wie ist, hier ist zum Mr. Fitzgerald, how you find my Bodenseewitz? You like? Nice. Nicht schlecht. Leute, wenn ich gehen soll, schreibt ihr bitte einfach eins in den Chat. Eins in den Chat für Sido soll sich sofort verpissen. Was reimt sich auf Statistik? Ja. Verpiss dich. Also das Lied, die wir jetzt spielen. Ja, das ist echt eine krasse Geschichte, weil wir haben uns ja kennengelernt vor 10 Jahren. Darf ich kurz was sagen? Ganz kurz. Ich behalte mich wirklich kurz. Ich habe Ray bei The Voice richtig gut kennengelernt. Und es ist kein Name öfter gefallen als deiner. Ernsthaft? Der preist dich in höchsten Tönen, mein Lieber. So, jetzt könnt ihr weiter. Das ist schön. Es war. Aber es ist echt eine krasse Geschichte. Ich muss die jetzt eigentlich auch hier erzählen. Ne? Ja. Ich habe das vor 10 Jahren kennengelernt. Ich hab ja so Instagram, so YouTube-Videos gemacht, habe immer Cover-Songs gemacht, auch ganz viel von Ray. Ja. Und habe dann unter anderem All Right auch hochgeladen, hatte das irgendwie gehört und hat dann einfach irgendwie mich kontaktiert, hat gesagt, hast du nicht Bock, irgendwie vorbeizukommen, für mich zu singen, irgendwie mit mir zu singen auf so einem Festival. Und das war halt so krass, weil mein Vater ist 2004 gestorben und wir haben in der ganzen Zeit haben wir irgendwie immer nur Raymond gehört. Irgendwie komplett. Also Ray war für mich so ein Gott irgendwie. Ne? Und es war so krass. Ist er doch auch. Ist er auch. Es war wirklich so, ey, wir haben irgendwie echt so jahrelang einfach nur Raymond gehört und wir haben die ganze Zeit nur geheult nach dem Tod meines Vaters. Und auf einmal irgendwie ruft Ray halt an und denkt so, hä? Dein Vater hat es angetrieben. Arrangiert, ja. Es ist halt echt crazy. Deswegen irgendwie eine geile Geschichte. Und jetzt hier 10 Jahre später. Glaubst du an Schicksal? Ja, aber hallo. Gut. 1000%. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das, was du erreicht hast, wenn ich da ehrlich bin, hast du selber erreicht. Also so, ich freue mich irgendwie so auf unsere Freundschaft und auch, dass du so viel erreicht hast, vor allem, dass du Papa bist. Das ist das größte Erfolg. Aber als Typ hast du einfach nie aufgegeben. Und du hast einfach immer so weit gekämpft und dein Erfolg ist total berechtigt. Das war der erste Lied, die wir zusammen gespielt haben. Ich hoffe, wir machen es noch besser als beim letzten Mal. Ja. damit der Boden wieder voll ist. Ja. Ah ja, bitte. Danke. Oh, oh, der ist ich meine, da war ich halt irgendwie 21 oder so, oder 20. Fertig, ne? Du warst bleich. Und ich war blass, ich war 30 Kilo leichter, ich war wirklich eine absolute Bodenstange. Ja, total. Es war trotzdem ganz gut. Ja, das war super. Ich glaube, das war dein erstes Solo-Konzert. Das war mein erstes Solo-Konzert. Das war Ray Garvey Solo-Konzert auch. Ja, also mein erstes. Raymond war auch Ray Garvey. Ja. Sind wir mal. Okay. Komm, lass es spielen. Wipe those tears away from your eyes. Just take my hand, you don't have to cry. It'll be alright, baby, we'll make it alright. Don't let the world get you down. Reach for the love that's all around. It'll be alright, baby, we'll make it all right. I'll pick you up when you're feeling down. I'll put your feet back on solid ground. I'll pick you up and I'll make you strong. I'll make you feel like you still belong. 'Cause it's all right, yeah, it's all right. Let me make it all right. Make it all right. Stay with me tonight. Stay with me tonight. It's alright. Yeah, it's alright. It's alright. Yeah, it's alright. It's alright. Stay with me tonight. It's alright, yeah, it's alright. It's alright, yeah, it's alright. It's alright. And stay with me tonight. Oh, it's alright. Stay with me tonight. It's alright. It's alright. Yeah. It's alright. And stay with me tonight. Yo.
Sweet. Bonze, die, ja, da, das ist, Das war schön. Ist schön, also witzig ist, jetzt kommt gleich unser letzter Gast. Saufen! Leute, schmeiß mich bitte einfach raus, ne? Bitte. Wenn ihr aber auch merkt, lasst mich nicht hier, weil ihr denkt, es wird witzig und morgen steht das in der Zeitung. Ihr müsst mich auch von mir selber retten. Aber dann lass doch jetzt. Bruder, du bist mein Freund. Ja. Red me. Ey, red me from myself. Ich finde, nein, weißt du, was wir machen? Also wir machen dazu maybe a high five changeover, wenn Samu kommt, das, weil es, es kann sein, dass da zu viel Testosteron enorm ist. Yes, weißt du, viel Testosteron. Also ich, nee, du bist, ey, weißt du was? Das Problem. Three Eier. Du hast three. Seriously. Three. Sweet Eier oder? No, sweet. Sweet, sweet Eier. Three. Sweet. Sweet. Wow. Three. I think we all know what we're going to talk about now. Not the sweet egg. How long needs an egg to be hard boiled? 6,5 Minuten. No. 7. No. Koch doch einfach so lange, wie du willst. Irgendwann ist hart und wenn du dann noch länger kochst, bleibt es hart. Es bleibt einfach hart. Es ist wichtig, wenn du es so möchtest, dass es so noch rausläuft. Das ist wichtig. Ja. Aber am aller advanced egg cooking. Ja. It's so ein Benedict. Wie heißt das? Eggs Benedict. Ja, ja. Wie heißt das? Wie macht man das? Wie heißt denn das? Poached. Pochiert. Pochiert. Pochieren. Poached. Poochie. Eier. Ja, pochiert. Pochiert. Das ist advanced. Das ist advanced egg cooking. Das kann ich. Ja, ich make egg. Ja. I can auch. Stimmt das? Ja. Ja. Du musst, das kann er. Echt? Einfach. Über. Let's do some man talk. Eier in a glass. Aber ansonsten kochen ist schwierig, oder? I love cooking. Ach, ihr macht es im Glas? Ja. Ja, ich hock mich immer über den Topf. Soll also, ich gehen? Ich kann soll ich? Nee, soll du musst ich ja jetzt gehen? Hier. Nein. Ist die Zeit gekommen? Also, weißt du was? Die ganze Familie in Rumänien haben gelacht, weil das ist ihr Lieblingsthema. Ganz ehrlich. In Rumänien ist Lieblingsthema Verdauen und das Ausschieben. Ehrlich. Also, das ist so. Alles. Kacken. Würde ich nicht laut sagen, hast du recht. Das ist vor allem. Hey, weißt du was? Zum ich Beispiel, mal das ist, unser das Hund grenzt auch an mein Lieblingsthema. Unser Hund damals, unser Lieblingshund. Hundekacke, liebe ich. Wo sind wir hier, ey, am besten schaltet den Chat ab. Ich glaube, die Leute. Aber unser Hund hat tatsächlich zwei Dinge gemacht. Er war ein plattenförmiger Chef, der wollte uns nicht unter Vertrag nehmen, weil er dachte, wir waren nicht cool. Und die andere, der fand das tierisch und der wollte uns unbedingt unter Vertrag nehmen. Bei die eine hat er auf die Füße gekotzt und bei die andere hat er vor der Tür gekackt. Und die Rumänen sagen, ganz klar, wo gekackt ist, wird Geld sein. Also das, ja. Deswegen dreimal am Tag kacken, Leute, dann läuft das schon mit der Karriere, Leute. Das ist mein Business-Tipp. Leute, schmeißt mich einfach raus. Bitte, schmeißt mich einfach raus. Okay, nee, wir machen eine Deadline, okay? Jetzt ist Viertel vor zehn, um 10 Uhr gehst du und das war's denn, okay? Nein. Warum? Nein, ich will auch nicht, dass du gehst. Was sagen die Leute? Die sagen, bleibst. Ich habe das gesehen, die wollen dich schmelzen sehen. Die wollen dich schmelzen sehen. Nein, aber kannst du noch was singen? Singe, Junge. No. Ja, klar. No. Bleiben. Aber die müssen noch ein Themawechsel. Rap hören. Ja, Themawechsel finde ich auch. Ja, Themawechsel ist auch gut. Ja. Wir sollten viel mehr über Kacke reden. Nein. Naja, Kacke ist Geld, ist nicht schlecht. Can you rap something? Ich schwöre, Kacke ist immer am Ende Geld. Ja, sag ich doch. It's money. Die reden alle nur über Wie viele Sie Leute tun, gucken ne? denn zu? Warum ist davon abhängig? Ja, klar, weil der gibt am meisten Stoff. Wenn 1000 Leute zugucken, bleibe ich. Ja. Wie viel gucken? Ja, also sind 2000. 2000? Ja. 2000! 2000! Bleib ich doppelt so lange. 2000, jetzt bleib ich bis morgen früh! Und bleib, singen. Nee, singen, aber ohne singen. Leute, I make English course with you and I make. Ey, bitte, meine Eltern gucken. Gott sei Dank verstehen die kein Deutsch, aber. Ja, nee, ich will es gut. Aber bevor er einen Englischkurs gibt. Nein, bevor er einen Englischkurs gibt. We make drinking, talking about cucking and drinking. Okay.
We're going to play some music. We're going to play some music, but just me and the band. Oh, wir müssen aber jetzt den Michael auch natürlich, weil hat jetzt seinen Job getan. Okay, aber nicht Geld, bitte. Doch, nein. Du kriegst ein Geschenk. Echt jetzt? Du kriegst eine Jacke. Natürlich kriegst du ein Geschenk. Mit richtigem Gelb. Und weh, dass du nicht Danke sagst, Michi. Wow. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was es sein könnte. Ein Unterhose. Eine gelbe Unterhose. Ich habe meine Maske hinten drauf, Leute, weil er auch Sido-Fan ist. Ja. Das Ey, das ist eine Sido-Jacke, die ich komplett geklaut habe. Aber das liegt doch aber an eurer Kamera, dass ich so rot bin. Guck mal seine Haare an. Die sollen ja normalerweise rot sein. Ich bin roter als seine Haare, Leute. Was habt ihr mit meinem Gesicht getan? Ja, aber guck mal jetzt, wie cool er aussieht in seiner gelben Jacke. Ja, jetzt ist halt wirklich Boygroup dann, ne? Warte mal. Na. Warte mal, was? Ich habe jetzt natürlich einen fetten Pulli drunter. Das ist irgendwie jetzt aber wir haben unterschiedliche Jacken. Ja, natürlich. Die sind alle unikat. Alter, das ist nicht... Wir haben nicht die... Guck mal deine Jacke an, seine Jacke an. Mach Kapuze auf. Ja. Mach Kapuze auf. Auf, drauf? Ja. Mach so Duckface. Nee, das ist falsch, ne? Ja. Also das ist schon, wieso ganz ehrlich, ihr habt beide komplett unterschiedliche Jacken, das weißt du schon, ne? Die sind alle angefertigt. George und Timmy, unsere Lieblingsmenschen, wenn es um Klamotten geht, die machen das alles. Again. Ja. Sehr schick, finde ich auch. Okay, guck mal, Michael Schulte, der deutsche Ed Sheeran. Das habe ich noch nie gehört. Nee, das glaube ich auch. Das habe ich noch nie gehört. Ey, wegen mir hat Michael mit Ed Sheeran gespielt. Ja, wirklich, habe ich echt. Ja. Und Ed Sheeran hat ein Lied von Michael geschrieben. Es gibt einen, an den erinnerst du mich aber mehr. Von der Haarfarbe, ja. Aber es gibt so einen Dänen. Der heißt? Ein Dänen? Ein Musiker, oder? Ja, ein Sänger. Ach so, nee. Cher? Nein, Dänen. Sag mal. Ne, der hat auch so... Seven Years hat der gemacht. Also Lucas Graham. Aber echt, das ein Dänen? Sehr an Lucas Graham. Once I was 7 years old. Der singt so krass, der Typ. Nee, jetzt hast du übertrieben. Du hast jetzt so getan, aber das kommt von innen und das hast du auch. Du musst nicht so tun. Du kannst das einfach so singen mit dem Glauben daran, dass du es kannst und dann wirst du es singen. Du singst gut. Du hast eine richtig gute Stimme. Hey Leute, hör mir zu. Ich habe jetzt eine Überraschung für euch. Du singst jetzt für uns. Ladies and gentlemen, please welcome Samuel Haber! No! No! You're over here, bro. Yeah, okay. It's disinfected, actually. It's all disinfected. I get the superstar chair. But it's really awesome. Hey, this is so cool. Well, I gotta say, I'm very, very proud to have all you in the same room, even if one of them is on his telephone the whole time. Du kriegst gleich eine Jacke geschenkt, mein Lieber. Du kannst auch Deutsch, ne? Ich kann auch Deutsch mit dir sprechen, ne? Mein Lieber, du kriegst gleich eine Jacke geschenkt. Sido. Warum verratest du das? Du kriegst gleich eine Jacke geschenkt. Nein. They shank you a Jacke. Das sind nur die guten. They make it shank you. We have this Jacke and you krieg a Jacke too. You want it now? Der ist so böse. No, give him a Jacke so we look like a boy band. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist meine Jacke da. Bald ist meine Jacke da. What the hell? Woo! Thank you. Hey, you ever thought about killing yourself? Every time you in Finland, huh? Yeah. Because it's so dark in the winter, ne? Yes. But we have a lot of alcohol, it helps. And you have a Pepsi Rolex.
Yes, but it's fake. No, it's not. No, 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 he's rich. Hey, what? Hey, hey, look at this. Look, I'm at the boy band. Hey. Yes, we are a boy band. You're looking at yeah, it. I'm you are with the deep voice. We my are fire. Of course I will. It looks amazing, man. Sollen wir was von Backstreet Boys singen? Ich bin Kevin, the one with the deep voice. Ich mach die ganz hoch. Du machst die Hauptstimme. Na, welche? You are even you though you look the most like Kevin. Ich kenne nur das eine. Oh my God, they killed Kevin. Das können wir doch alle. Which one do we do? Which one do we do? You are my fire, the one desire. You are. Hast du die Tiefe gemacht? Warum gibst du immer der? Ich habe die Tiefe gemacht. Du hast die Harmonie gemacht. Desire. Nee, aber jemand war richtig tief. Ich bin ja noch tiefer. You are. You are. Fire. You're low. The one I like. Ich bin der Tiefe. Ich bin Kevin. Hey, I'm Kevin from the Backstreet Boys. I want to be Nick Carter. Nick Carter. Oh, yeah. Aaron Carter. I want to be the big little brother. Yeah, Aaron Carter was also good. Joe, he was fucking. Josephine used to do the autograms for Aaron Carter. Who? Tell me why I never want to hear you say I want it that way. Cause I want. In the Yellow Jacket Sessions, Sido sang Boy The Backstreet Band. Boys. Next level. Ich hab mal Heartbreak gehabt auf Backstreet Boys. Oh. Let me tell you. On 1000 Promises. 10,000 Promises. This is a Backstreet Boys song and I was heartbroken when I listened to this song. Herz gebrochen. Herz gebrochen, yes. wir singen jetzt ein Lied. We're going to sing a song together. Oh. Me and Samu. Yes, yes. I go on the toilette. Okay, you go in the toilet. Yes. Okay. Yeah. Wait. Can you show him where the toilet is? Don't go in with him, though. Something to drink, or? I'm good, don't go. I just met you. There's kurz und ganz mutig. His heartstrings are breaking there. Don't let him go without saying goodbye. He has his cool. He won't leave without his clothes. I know him. No. What have you been doing? How long have you been up here? We've been up here for how long, baby, have we been on now? Two years? 2.5 years. It's been a very long session, very fruitful. I'm very happy. I might even be older. I have longer hair now. And when is the age moment? The age moment? Have we told that we're going to play the... No, but the moment. 11 o'clock. 11 o'clock yeah, tonight? Yeah. How can it be 11 o'clock? Because we kind of rigged it. We can make shit happen. Can you do that for my whatever things in the future as well? No. No, I like him. Okay, listen. One thing I want to say to you, and I think this is really exciting. Everybody should know this. Samo's bringing out a book. And Samo's bringing out a book about your life. And I'm so excited about reading this book because I think you're going to be extremely honest. Without being mean, you're going to be honest. Absolutely. Yeah? But I kept on asking when we were doing the voice together, I was like going, that must be the hardest thing to write a story about your life. It is. I mean, I've released a lot of things, or we released a lot of things with the guys and also alone. I did some stuff, but nothing compares to this. This is like really, really, really hard. And I just did the first set of interviews with some journalists. And after 4 hours, I was like lying on the floor, like, I can't answer these questions anymore. Like, you know, how do you really feel inside? What made you do this, whatever? And it's really different than, because usually you're talking about a song or a tour or The Voice or you or Max Herre or something. And but I'm very proud of it. It took 3 years. And you're on it. I'm like, this is where I say I'm really excited and scared at the same time. She asked me today, like, what do you really say about me in the book? I'm serious, because like when shit gets written about you, like, I mean, I never read any reviews. I really don't. Same. Because I'm just like going, listen, I love what I do and I hope everybody else does too. So I just leave it. But writing it is like writing your own review. It's black and white. Yeah, it's black and white. I mean, I love print. It's something that's kind of disappearing and for years, but
it's funny, when you read something on a page, it's like it's really real. It's true. Yeah, it's true. So tell me, did you, you know why one of the reasons I could never write a book, I think, is I would never want my mom to read it. I've been open to my mom about pretty much everything in my life, and she has been my guardian angel many times. Yeah. I mean, when I was in super deep shit a couple of times, she was the one who dragged me home from the police station or from the backstage or from whatever in the beginning. And same goes with my dad. They're super amazing both, and I really didn't ever have to hide anything from them, which is okay. I don't know. I mean, I think she's gonna sweat when she reads it, but it's not the first sweat she's gonna have with me. So she's used to it. And tell me this one last thing. Do you think you're gonna lose any friends when they read this book? The ones that are friends, I'm definitely not gonna lose. Right. Yeah. I would say that maybe a few record industry people will not send me Christmas cards after the book. I mean, they haven't been sending them that much either, anyways. But but some things are like when you go to like bigger pictures in life, these are the things I saw them this way, and maybe somebody else has another opinion, but when it goes to like emotions and how things felt. Yeah. But a lot of people did read it already, the story through, and there should be no mistakes, even like little details should be corrected. And what's the point of releasing a book if you don't release a true book or the real book? Yeah. I'm really, really, really nervous. I read it like halfway through again today, like, am I really going to release this shit? Like, seriously? But I'm super proud of it. And this story, whatever it is, it's not only about the moments when I was a hero or when I was like doing well. It's also about the other side of life. Yeah. It brought me here to the Yellow Jacket session. So yes. I'm happy for every step. Yes. Yeah. Yeah, absolutely. Meeting Cito is a highlight for everybody. Yes. Don't leave me hanging. So, Sammy, Cito, would you do a book schreiben, a biography? No. No. I have a book. Ehrlich? I didn't write it. Jemand, a ghostwriter? Somebody wrote it about me and about parts of my life. He came with me on the tour bus and so. Yeah. Yes. And he wrote it? Yeah, he wrote it, yes. He met my mother, he met my thing. He wrote a book about a certain time of my life. So, yeah. I don't know if I'm ready for like biology. Wie heißt biography. 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 Yeah. I don't know if I'm ready because I actually think my life is pretty boring. Seriously? So, yeah. All right, I just want to explain to everybody, it's not. I know him, and he's just saying he might be numb to some of the rock star effect. Is there a betäubt? I don't really like the rock star thing in my life. Yet? That's the thing that fucks me up. Yeah, but that's fucked uns alle up. So, im Sinne, irgendwie so, the balance is alles. That ne? Makes me... That makes me apart from a human, I think. It's difficult. It's difficult to explain. I'm drunk now, so I don't want to talk about it. Okay, we'll stop talking because literally, I'm really happy that you feel so comfortable to sit here and have a few jars, a few drinks. That's a great thing. So it's just a skinny bitch. Yeah. Gleiche Bartfrisur beide. Since I'm divorced. Das hat Ziggy, genau, Cito hat es auch gesagt, als er reinkommt. Du hast gesagt, you have the same shaver, the two of you. Like same shaver? Same beard. I don't even shave. Yeah, but that's what I mean. This is a week. All right, we're going to play a song because I know everybody is looking forward to hearing Samo sing, and I'm going to sing in the background. Me what? If my mother's watching now, she would cry. She would cry to see me next to Samu. She would cry. She already saw me next to you. Okay, okay. So what's the last thing? This one wish is fulfilled, but now I'm sitting next to Samu. So, Mama, if you're watching, be proud of me. I've made it, Mama. Look at his watch. He's from the Finland, and he didn't kill himself yet. So be proud of me. There's a tuner beside you, bro. Viele Grüße, Mama von Cito. Ja. Yes. Oh, was jetzt passiert? Oh Gott. Einen schönen Tag. Eigentlich hat sie ja schon ihr wie heißt das? Wenn man nicht mehr geil wird. Na.
What is that? If you don't get horny anymore. Wie heißt denn das? My mom's in the changing years. Ah, okay. She's in having the Wechseljahre. But now everything is going to work again. Manchmal ich bin super happy, ich kann nicht Deutsch. Yeah. It's like und Ray is here. Mama, I'm now zurücklehning and you watching. Viel Spaß. We're gonna play Fairy Tale Gone Bad because for Cedar's mom. Yeah, for Cedar's mom. Actually, that's exactly what I'm gonna do. We're gonna play Fairy Tale Gone Bad for Cedar's mom. Sorry, Cedar's mom. Wie heißt deine Mutter? Silvia. Hello, Silvia. Sexy Silvia. It's okay if we say it. It's not okay if he says it. So here we go. Too much information. Come on, let's play some music. Otherwise, we get thrown out of here. Somebody will come and say, "I've been watching this on the internet." What is this place, anyway? This is our studio. This is our home studio. This is not really, like a really bad studio. This is a really nice studio. You're welcome. Anytime you want. You're now a family member of the Yellow Jacket Sessions. That's the only way to get in. Is it the only thing you can wear when you come here normally? Actually, sometimes we all just walk around in yellow jackets. Kind of strange, but happy at the same time. Okay, listen, can we play some music before we get in? Sure. Yeah, okay, right. Fairy Tale Gone Bad. Fairy Tale Gone Bad. Yeah, I'm with you. I'll join in. This is the end. You know, lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be a man. I ain't more than a minute away from walking. We can cry the pain away. We can find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Get out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them a fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one, oh the fool, yeah, leave. Don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. This mess behind. Get out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them a fairy tale gone bad. Yeah! Hey. That's Ellie. Ich habe nicht Gitarre gespielt in 3 Monaten. Das ist mein erstes Mal, weil cut myself with a knife. I had stitches. Yeah, I still don't feel anything when I... You saw it in the blinds. So it's like, oh, wow. How did it feel? Feels amazing. Yeah, it sounds good. But it's your singing mostly, so... I like it. He's so nice to me. He's awesome. Let me tell you. Cedo. I don't know. You work here. It's a voice from the Journey 2. I worked there once. The voice on the journey. And every time I turn around, was not the best singer, the one that hit every note, mm-hmm. was the one with the feeling. I felt it. Yeah. And you're not the one with the, you're not hitting every note, but I feel it. True. I feel it. Yeah. And that's Thank you. That's why I like your music. Yeah.
It's all friends and family here tonight. The feeling, feeling makes a singer. Let me tell you, it's not hitting every note. Yeah. It's not hitting every note. It's, for me, it's like a certain kind of, you need to know how to sing. But my cousin, he was famous once, is Menowin. He's your cousin. He almost won it's my blood. My cousin. Seriously? Yeah. Oh, wow. He's my cousin. And he doesn't even know why he can't sing. He just he stands on the mic and sings, and it's beautiful. It's amazing. Brilliant. Yeah. He doesn't even know. Natural talent. Natural talent. Even if he doesn't hit every note. Yeah. It's the feeling. Yeah. The feeling. He knows. He feels. He doesn't even speak English. So he sings a song, an English song, and he doesn't even know what he's singing. But he feels it. Yeah. And for me, it's a feeling. So I turned around like way too much. Mm-hmm. At the end, they told me, please don't turn around anymore. I can see it was like. You have too many people in you. I understand it. That happened to me too. Yeah. But I don't turn around for the good singing. I turn around for the feeling. Yeah. Yep. Yeah. Joe's dad, your dad used to sing. Joe's dad was like a singer from Romania. When they came over the first time, they were in the Ceausescu times, and they came over. And I remember him telling me they had heard the story of Peter Maffay, mm-hmm. also Romanian, mm-hmm. and how he'd gone into this club and just sang. And because Joe's dad couldn't speak English, but of course all the music that was popular was English. Mm-hmm. And then but it was like always, hey, she tells him, baby. So now down the back, rained up it up in a kiss, you know, it's on Peter Knight. He could catch up with the feeling of Elvis. That totally. Elvis brought. That's totally. What I do. That's what I do. Only, he only felt the feeling and he tried to... absolutely. Redo it. Yeah, repeat it. The feeling. Only the feeling, not the singing. The feeling. I want to sing a song on that, right? You guys can listen now. Have you got a drink? Do you want a drink? What do you would like to drink? Please. Yes, please. I told everybody I'm going to drink you on the table tonight. I thought I saw a bottle already. Loads you have this monopoly in Finland too. The alcohol? No, the alcohol monopoly. Yeah. You only can buy it at certain stores and shit. Like in my ex-wife, she's from Norway, so I know about the monopoly, the alcohol monopoly shit. It's called alcohol. Alcohol? Yeah. So, yeah. Alcohol. I always meet people if I'm in Poland. I have stuff to do in Poland. I meet people at the hotel, and most of them at the bar are like. Scandinavian people. Yeah. Because they can drink like. I can drink. This slang's sehr dubious. Ich habe Dinge in Polen zu machen. Yeah, I got stuff to do in Poland. Yeah, I got to do stuff in Poland. Like everybody. Not only making music. All right. Because music is. I'm going to sing. Anybody wants to join in, Michi, you're more than welcome. This is. I'm going to sing from Samu's favorite band, favorite singer, actually. Ray Garvey. No, it's not. Well, Zito. Girl singer. Oh, girl singer, Pink. Billie Eilish. I know, he's a big fan. Oh, she's always barefooted. Yeah, really? I don't know. She's broken both her legs. She broke her leg, but she was playing Lollapalooza with two broken legs. I mean, she was pretty barefoot. But can I have one as well? How come he gets one? I don't get any. Thank you. What is you only drink beer? Beer. You drink beer? Why is there a tape? Because it's a rock and roll beer. I'm disappointed. My mother told me he can drink. If you ever meet... This is a trap. This is a trap. You know, this is a trap. If you ever meet Samuaba, don't get into drinking with him because he's going to drink you under the table. Now you're drinking beer and I feel comfortable. Mama, I'm going to drink him under the table tonight. You need a big table. You know, in Ireland, we start drinking under the table. So in Ireland, we just start drinking under the table. We just save us the journey. We just start there. Okay, this is a very emotional song. I fucking love this song, right? Yeah, we stop talking. What's the thing with the table? Sofa or bed or something else? No, it's always the table. Don't you notice drinking somebody under the table? When they can't... I don't remember the moment when I was under the table. If you're sitting on a table still and everybody's laying under the table, you won. I have a few relations who spend a lot of time under tables. And I still sit there and drink. Sounds like a fun game. And I have to try that. Sit there and drink for like two more hours. Alone. Okay. Yes, of course, because everybody's under the table. Okay, everybody's got a yellow jacket. Hello, 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 hello. Yeah, okay. Thank you. We leave. We listen. Wow.
I've been watching you for some time. Can't stop staring those ocean eyes. Burning cities, napalm skies. 15 flares inside ocean eyes. Your ocean eyes. No fair. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. I'm scared. I've never fallen for quite this side, falling into your ocean eyes. Those ocean eyes. Stop thinking of time and mind. Careful creatures made friends with time. You left a lonely with a diamond mind. And those ocean eyes. No fair. Falling into your ocean eyes. And those ocean eyes. Thank you very much. What exactly is an ocean eye? Is it a crying eye or a blue eye? Ocean eye is like, I think, is eyes that just seem to go on forever. Like, I think they're like deep, deep like, eyes. Okay, all right, yeah, all right. Yeah. Okay. I love this. My daughter loves Billy, and there's a really great story about how Billy was in Berlin, and I mean, I'm saying Billy, we don't know each other personally, kind of. And and she actually, because Josephine was like Max, does my management, so she's like, well, if she's going to turn up to the pop-up store, she's going to be there at this time because she's playing Lollapalooza at that time, so she'll be sound checking at that time. Like, Joe had literally her whole day plan she'd worked out in her head and like said... Like the show. She had it for the show. Like, yeah. She had it for the show, yeah. But we fucked it up. Yeah. All right. Exactly. I fucked it up, to be exact. And then, no, but there was this great moment Amor then just went down to the pop-up store and she was last in the door. You know, it was a huge queue, but she got in the door at that time. And then the doors were closed and started screaming and whatever. And then Billy walks in. And Billy, like, took the time and you know, talked to her. And Amor was, like, so impressed. Because, I mean, she is a very impressive person. I do love her lyrics. I mean, I don't like Trent. Is she someone that comes into the room and you know she's someone? I think so. I mean, yeah. You know people like that? Yeah, yeah, yeah. Someone comes into the room. You're meant and you to know say, my like me. Yeah. He doesn't even talk, or she doesn't even talk, but you know there's someone. You know. Josephine is like that. I got to be honest with you. Josephine and my eldest sister, both of them walked in one day. They had such an aura. I hope they didn't bounce into each other 3 meters away from each other. Like, it was literally two big characters walked into the room. And definitely. And Billy's a bit like that. Can I show the picture? Is that I never realized people like that. People tell me about people like that, but I never realized. I've been around, like, Hollywood stars in L.A. and shit in the club, and I never realized because I don't care. But you definitely... Now, you're definitely that guy, too. It has to be said. Can I show the picture? Check this out. This is such a sweet picture. Like, is she then... Baby, do you want to show it to... Yeah, which camera do we have? Well, I have it here. 1 second. I rarely show my daughter until, but she's becoming of age now that she's allowed. Fucking, I have it here. 1 second. How old are you? 44. 44? No, you're not. No, you're 34. You're 34. You're 34. You're too blonde to be 44. Huh? You're too blonde to be 44. From where? Jay. From the sun. Check it out. Which camera? Which camera? Where? Like this? Oh, here. No, I can hold it like this. All right, here, check it.
Check that out. Oh, shit. Which one is Billy? Billy is the one on the right. Oh, from where? As a, on my right. The one in the orange t-shirt. Let's make it easy before it gets crazy. The yellow session. Yeah, but is that really cool, right? She was so nice to... Oh, shit, yeah. Before I have any other pictures in there, I got screwed. I can see. Oh, check out this one. This is hilarious. Check this out. How did that happen? That was me. Who the fuck's that? This? Was me, the first... but I'm saying, people, it's not a mile away, right? This was my first album. What? No, that was, no, no. That was Ray. Please don't talk about your porno star career. I'm kind of proud of it, actually. Just because I can, you can't. But No. Okay, baby, can we play them the single? Can we play the guys live? What? Yeah, what single? Not now. My next single. Why? Let's play Cedar's next single. Cedar, I've prepared your next single. I could only play it on my phone. we could show them, first of all, how your album... I'm actually singing on my next single. You what? I'm singing on my next single. You just decided that right now, didn't you? You just decided right now you're singing on your next single. Yeah. So what we show now is how your actually album looks like. Oh. And how it... like the name, you can announce it. Like, okay, on the left. And now I'm really happy to tell you. Oh shit, it's painted. Look at this. Yeah. I always wanted to have a painting of me. I can give you one. It's okay. Look at that. You painted? Wow. No, I can't. I couldn't paint a fucking slice of toast. I'm seriously. I'm so bad. No. Let's have a painting competition right now. No. Can you? Will you just look at the picture? And paper and shit. And you tell us what to paint. And you decide who wins, like an Nashorn or something. I think the person who invited everybody should decide who wins. Who did this? These are friends of ours from Cito, yeah. Friends of ours from Stuttgart. They're called, a crew called Art Helps. Oh, shit, that's yeah. Good. Jesus. That's good. The cover? Yeah, that's the cover. That's nice. And you took a picture of it? Yeah. It's pretty amazing, right? That's great. So the album is called... You have it in your home? Like... Hanging somewhere? No, I don't have it yet now. The album is called High Brazil. High Brazil? Yeah. Why? High Brazil is an... This is a true story. High Brazil is an island. It was off the coast of Ireland. Yeah. And High Brazil. The country, yeah. Brazil. Yeah. But listen to me now. So, I'll talk to the camera. So, High Brazil was an island off the coast of Ireland. I'm speaking in English because Sam was here, so he can understand it too. And it appeared in the first maps in the 1300s. And there was reports of visiting the island, and it was a magical island. It was incredible. And then the last time it turned, the maps in 1732 was the last time that anybody saw the island. And since then, and then since that, it's disappeared off all maps, and nobody knows but where this island is. It was called Brazil, like yeah. The country. Listen, why? Because Brazilian. Yeah, yeah? Because we were there first because Brazil is Celtic for high king. So high Brazil. Yo. Was the land... Let me tell you, the Nordic people was the first ones to explore the world, but I think. Can I because just... Because you find runes, the writing of the Nordic people, you find it everywhere in the world. Yeah, but I mean, the Irish discovered the Nordic people, and so that's how we were there. It's like everybody. Everywhere. We discovered the wheel and then the world. Yeah, all right. Okay, and so, but listen, so High Brazil is like the high seat of the high king, right? It's the seat of the high king. And here's the thing. The last on the maps in 1300s, I think it was, the island was a circle with a river running through it, yeah. Right? And the Brazilian flag is an island with a river running through it, and it's called Brazil. And I can imagine. I'm just gonna say. I'm not claiming all this, no, right? No, there's not a conspiracy. It's true. It's not a god. Fuck. Woo, conspiracy theories. But no. But I think just to get to the name and why I chose this name, because in the time I was writing this music, I was looking for something I had lost. I was looking for something beautiful I had lost, and it was really. And I think all of us can relate to it. You work your ass off so much. You forget why you're doing it. You know, you forget the love of the music. You lose yourself. Yeah, you end up becoming a part of the machine. You're a cog. Mm-hmm. You know, and it's sometimes nice to just take a fucking spanner, stick it in the machine and go, mm-hmm. and restart.
And I really found High Brazil was like a whole traveling experience for me of refining my love to music, finding the things I love about music, and not just trying to deliver something, you know, meet a deadline. When did the last album come out? Like? 3 years ago. So you didn't mind the Erfolg? It's, to be honest with you, I didn't want to become a victim of success. Yeah. No. It's like not wanting to be a victim of some. And I don't think I've ever been a victim. You don't want to be a victim of Erfolg? No. Wanted to make music? No, I'm going to be honest with you. I always wanted success. No question about it. I always wanted fame and I wanted success to use it to do something. Because I think you have more ability to change things when you're more successful. And I definitely change a lot of things in the world because of. You have people listening to you. Yeah. But do you want people listen to you because you're right or because you told them what they wanted to hear? Well, I hope I don't say what I think people want to hear. I think I do speak from the heart. I don't think so. You don't do that. You speak from the heart. Yeah. And people love what you say. Yeah. Yeah. Absolutely. No, I agree with you because I definitely don't say what I think people want to hear. We had that in the studio today. When we were doing the voice, it was like five people going, I don't know what your problem is. And I'm going, my fucking problem is I don't like what you're doing. Yeah, proceed doing this. Yeah. Let me tell you, proceed doing this. That's the best thing you can do. You too. Yeah. Yeah. I'm learning. No, you're not learning. You're doing it well. So, listen, can I play them the single or not? Live. But even live. Like a night. Okay. Ja, komm, gib ihr mal jetzt ein bisschen ihren Credit für ihren Zettel, den die hier offen. Ja, ein super Set. Ey, ohne Spaß, ey. Okay, Leute. we're gonna play a song. We're gonna play a song from an tausend Irish. Tattoos. Jetzt 1000 Tattoos, Leute. Hau mal rein. The band now. 1, 2, 3, 4. For you. For you. Also, and we're gonna play a song from an Irish band called Snow Patrol. And I love this band as well, an amazing band. And the song is called Run. And some of you might know it from Leona Lewis. I'm actually more of a fan of the Snow Patrol version. I can do a bit of both. Whose song is it originally? Snow Patrol. Lewis. Snow Patrol. No. Leona Lewis. Don't say anything wrong about Leona Lewis. I'm not saying nothing wrong with her about. She's not fat. Yeah, here we go. Aber voten. Give it to me. No, ihr sagt, was wir malen sollen und wer das Beste davon gemalt hat. Run. Wie jemand rennt. Ja. Na. Was wir über Run denken. Richtig. Aber alright. Keine Buchstaben sind erlaubt. No, I cannot schreiben R-A-N. I cannot schreiben R-A-N, if I mean run. Okay. If you want me to leave, just tell me. Give me this blink of an eye. Just give me the sign we discussed. Give me the sign we discussed. You mean this? I have a ganze song, ne? I go pull up. Yeah. What? You have to break in the microphone again. Yes, Joey, you have to break in the microphone. Was meinen wir denn now? No. Can I say, you have to draw something which you think describes our relationship. Our relationship? Our relationship. No, not new kids on the block. Yeah, I'm not using pens on this picture. All right, while he's gone, quick music interval. The song's called Run, Snow Patrol. Sing it one last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done, and I can barely look at you. Every single time I do, I know we'll make it
anywhere away from cheer. Light up, light up, and if you have a choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you. Deswegen, du musst unbedingt ein Mikrofon nehmen, weil sonst sind alle böse, dass du nicht gesprochen hast mit mir. Ich hab gesprochen. Naja, weil es ist immer so, wenn ich treffe jetzt Freunde und die sagen halt, hey, die Yellow Jacket Sessions finde ich echt cool. Ich habe am Anfang das geguckt wegen dir, aber jetzt gucke ich das nur wegen Josephine. Es ist wirklich so. Es ist so viel los, du kennst mich ja. Sie hat unter Kontrolle. She is, ey, I swear, you're aber owning. Aber bin ich hier und, Nee, alles gut. Alles gut. Also wenn du auf meinen Zettel gucken würdest, sind wir wieder. Das ist alles noch im Rahmen. Also in yeah. Time. Just sure. Schlag mich. Ein paar mehr Leute schlag für die Bilder. No. Schlag mich like you, you make by the voice, wenn ich wieder was yeah. You know we like you people, Sita. We like you. You want? I have painting. I have made. Oh, jetzt okay. Bin ich mal gespannt. Listen, Philip, where should they be? Look, sending this one here. Okay, that's the camera there. You welche, can welche this camera, the one, the big one that moves. Es geht darum, was verbindet uns dich mit ihm, you dich first. Mit ihm und dich yeah. Mit ihm. No, yeah. No, I make last. I can be first. I want erste. I need a coffee. Also, I soll ich erste? Yeah. Okay, I have two things. I have two things. One thing is... What is it? What is it? Ein Auto. Ja, aber was für ein Auto? Ein Käfer. No, it's an Oldtimer. Oldtimer, yeah. Because we are old. And... Hey, I old-timer. Love old-timers. Yeah, and we are old-timers too. Yeah. But we are like gute Wein. The older they get, the better they are. Yeah, right? Absolutely. So, and the other thing is him. Wow. Mark the Foster. You got it. Mark the Foster. You didn't even have to say anything, and you I knew. Because, yeah. Because you know, it's the same kind of way that we like him. We love him. Mm. Mm. Define love. We try to love him. We do. Ah, come on. Now we do we love him. Mark. We love him. Yeah. But we only could give him Gegenwind against yeah. Wind. Yeah. Together. Yeah. Alone. One of us alone. No, no, chance. No, no. Mark Foster is gonna win. No, he's no, got, no, no, no. He's got but the seven powers.
We win. Yeah. That's why they put you together in the neue Staffel. Yeah. Because you win gegen Mark Forster. Yeah. Endlich. Damn. So I want to see okay. your opinion. Okay. Sammy, you're up. You're up. Which camera? This one. The big the that big round one. Yeah. That yeah. one. So this is the way I see you. You're a music maker and this is your new album. You're gonna be number one, the Irish fighter. Yeah! That's Asterix. Huh? Asterix. Asterix. Yeah. We developed Asterix. I signed it for you, you can sell it on eBay. That is amazing. You're a good artist. I really cannot paint at all or draw. It's a race to Rix. What did Erasterix. You? Erasterix. 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 I love it. I love it. I love it. Okay, thank you very much. Next, Michel Schulte. I have no pressure. Your camera. No pressure. Here? No. That's SpongeBob. Wow. Yeah. That's the only thing you can paint, right? Das ist tatsächlich das Einzige, was ich meine. I know you tried to find out. Aber ich hab SpongeBob gemalt. Yeah. Yellow. Aber ich habe noch ein kleines Bier dazu gemalt. Ah, okay. Und yellow with a beer. Yeah. That's Ray. Because I love to drink beer with Ray. Yeah. Yellow and a sponge and a beer. That's Ray. Ray, willst du dir das auch aufhängen oder? I get it. Absolutely. This is yellow jacket. This is yellow jacket artwork here. He's making burgers. And yeah, he has a friend that's a sea star. And shit. Yeah, I get it. Are you taking the journey to the south? Come on. Can we get from the Ray Cup? You think I should have more? What? I mean, I can drink behind the cameras if you want. And wait for Azamu to drink more after the show. Where's the table? Huh? We don't have a table today. We get a table everywhere you want, my friend. I'll make you a table. We make a table. I'll make you a table. I'll be your table. I'll be your table. Okay. Yeah. Michi, give Josie the microphone. Yes, please. Moment. We're married, baby. We don't have to. Ich mit ihm? Ich bin nicht mit ihm verheiratet. Mm. So, wir gehen auf Tour. Aha. Richtig. Alle mit gelber Jacke. Wir. It's a yellow jacket tour. Wir. Is it a yellow jacket tour? It's a yellow jacket tour. We're going on yellow jacket tour. I'm coming. Wir haben gesagt, es ist ein Abend voller Announcements. Es wird eine Boygroup geben, die Yellow Jacket Boys. Und die gehen nein, das wäre natürlich echt ein super Traum für alle. Aber erstmal fangen wir mit einer Jacke an, oder beziehungsweise mit Ray. Und an dem wir tingle, watch. Genau, und pass auf, jetzt habe ich noch ein, nein, habe ich nicht. Warte, da hinten, die Regie sagt, nein, ich habe nichts. Habe ich? Ein Trailer habe ich vorbereitet? For the tour? Für die Tour? Wir können einen Trailer machen, live. Wir haben keinen Trailer. Okay, wir machen einen Trailer live. Ja, geil. Hallo. Make everybody in the camera now. Achtung, erstmal. Everybody in the camera. And do your boyband face and see you talk. Yes, no, you talk. Yes. Okay. I talk if I have to talk. Boyband face. And the yellow jackets, we need to see. Hi. This is. Sorry. Hi, I'm Kevin. Hi. This is Lustig. No, sorry. Hi, this is Luxury. No. Hi. This is Majestic Luxury. Yes. We're going on tour soon. Actually, Ray is going to tell you, falls ihr Deutsch sprecht. Ja. Falls Ray wollte euch, glaube ich, sagen, der fährt demnächst auf Tour. Tickets gibt's ab jetzt. Ab jetzt, richtig, ne? Richtig, ab jetzt. Tickets gibt's ab jetzt. Aber was ich euch noch dazu sagen wollte, vielleicht habt ihr gar keinen Bock, ein Ticket für Ray zu kaufen. Kann ja sein. Ich werde da sein. Samu wird da sein. He's going to be there. Und der Schulte wird auch da sein. Leute, Schulte ist da. Der Schulte. In der gelben Jacke. Wenn wir nicht in der gelben Jacke kommen, könnt ihr uns immer, wenn ihr uns auf der Straße seht, in Finnland oder sonst wo, anspucken. Leute, spuck uns an, wenn wir nicht bei Ray auf der Tour waren. Right? Ich übernehme jetzt, ich okay? Vielen Dank. Ja. No, ich mein's ernst. Nagelt mich darauf fest, egal wie besoffen ich jetzt bin. Nagelt mich darauf fest, I come to the tour. Thank you. Now I'm besoffen. Ich habe den noch nicht getrunken. Ich habe es vorher gesagt, Leute. I'm on the tour. So, Ray, erzähl mal, was machst du alles auf der Tour? Okay, pass mal auf. Ja, wir singen natürlich. Also nicht wir, sondern Ray singt und ich gucke ihm zu.
Und das reicht jetzt auch schon. Den Rest erfahrt ihr auf der Homepage. Aber jetzt, ab jetzt gibt's Tickets. Richtig. Ja. Leute. Ab jetzt. Also, auch das Ding ist, natürlich ist Tour vielleicht nicht das angesagteste Wort heutzutage, ne? Aber wir müssen diese Kultur wieder ankurbeln. Und wir müssen das ist eine Korrektur. Korrektur, genau ist das. Eine Korrektur. Wir müssen das halt einfach wieder am Leben bringen, halt irgendwie so. Und natürlich ohne diese ganz große Risiko und den Kopf. Aber irgendwann muss es wieder anfangen. Und in dem Moment, wo es wieder anfängt, habe keine Angst. Und ich, weißt du, wenn es nicht ein Ticket von mir ist, dann ein Ticket von irgendjemandem. Aber geh auf Konzerten, geh aus. But you're gonna take care of the security and all that? Ja, like, like everybody's safe on your show, klar. Right? So. Ey, Leute kennen mich, das wird bei mir irgendwie so, wird es so gemacht, wie es gemacht sein sollte. Und ich arbeite mit diesen ganzen Menschen, die auf der Straße waren in Berlin, 15.000 Veranstaltungsprofis halt irgendwie so, wie die diese Demonstration organisiert haben. Genau diese Menschen haben wir immer auf unserer Seite. Die haben das so gut gemacht, die haben sich so gut repräsentiert und gezeigt halt, es kann auch, wenn es richtig gemacht wird, auch ohne Risiko, ohne Problem. Und ich hoffe und wir hoffen alle, dass die Live-Szene wieder am Leben wird nächstes Jahr in Mai, right, baby? April und Mai. Also wir gehen auf Tour und wir hoffen sehr stark, dass es stattfindet und wir freuen uns auf jeden von euch, der dabei ist. Leute, es kann aber sein, dass sich das Live-Geschäft ein kleines bisschen ändert. Es kann sein, dass ihr einfach ein bisschen mehr mitarbeiten müsst an der Sicherheit, dass es nicht damit getan ist, dass ihr kommt und ein Ticket gekauft habt, sondern vielleicht müsst ihr auch sagen, wer ihr seid. Einfach, damit diese neue Welt, die wahrscheinlich auf uns zukommt, auch am Laufen bleibt. Es wird alles ein bisschen anders sein. Es kann sein, dass man jetzt checken muss, wer war auf dem Konzert, wer war mit wem zusammen und mit wen hat er danach getroffen. Es geht einfach darum, dass wir alle zusammen sicher sein können und Shows spielen können. Also ich verstehe, dass die Politik sagt, das sind die letzten Leute, denen wir erlauben, gerade wir haben 10.000 Leute normalerweise, 20.000 Leute auf unseren Konzerten normalerweise, das zu kontrollieren. Wer von den 20.000 Leuten hat in den letzten zwei Wochen mit wem zu tun gehabt? Das ist crazy. Ja. Das ist crazy. Aber wenn wir so eine Shows weiterhin spielen wollen und ich glaube einfach daran, dass wir das können, dann geht es nur darum, dass wir alle zusammen für unsere Sicherheit sorgen. Nicht nur für deine eigene Sicherheit, sondern wir müssen für unsere Sicherheit sorgen. Wir sorgen für die Sicherheit der Allgemeinheit. Und dafür ist es wichtig, dass ihr vielleicht die ein oder andere Regel befolgt. Schreibt euren Namen, schreibt, wo ihr herkommt und lügt dann nicht, wenn das von euch gewollt wird, damit man im Nachhinein nachvollziehen kann, wer wohin gehört. Ob das jetzt alles richtig ist oder nicht, ist mir egal. Ich will einfach, dass wir alle wieder zusammen Spaß haben können und unser Leben genießen können. Und wenn das dazugehört, dann lasst uns das einfach alle machen, Leute. Lasst uns das einfach alle machen. Hey, ganz ehrlich gesagt, deswegen, wenn du gesagt hast, hey, habt ihr gemerkt, dass ich jemals irgendwie so ein bisschen angedüdelt war bei der Show? Das, was du gerade gesagt hast, ganz ehrlich gesagt, habe ich versucht zu sagen und du hast es besser gesagt. Deswegen freue ich mich, dass du da bist. Es ist mir auch ein großes Anliegen. Ja, ich habe mich konzentriert. Ich habe mich sehr konzentriert. Ja, das ist auch super gemacht. Hey, wollt ihr meine Single jetzt hören? Sehr gerne. Yeah? Sehr gerne, mein Lieber. We're gonna play the single. I'm so happy that... can you give Pat the stool? So, sorry, Mickey, I keep on sending you around the corner. It's not personal, it's just you're the youngest. So, Pat's coming out. Pat is our MD. Pat is actually one of my oldest friends. The crazy grooves. How long were we working together, Pat, now? Nearly 10 years. 10 years. And Pat was by my first solo show that I did with, like... You've been in Raymond? No. He was Raymond. and we've been working together for 10 years and how long have you been working with me, Mark? 7 then, I guess. 7 years. And Simon is 4 years and Connor's turning up today. So it's like he's we're really a very tight family and but I'm so appreciative of all the people that I get to work with. Ich liebe halt die Menschen, mit wem ich Zeit verbringe und freue mich jetzt, mit neuen Singles zu kommen. Und Talk to Your Body ist für mich echt ein Release. Es ist einfach eine Zeit, wo ich wieder anfangen will, Musik zu erleben, auch draußen mit euch. Und eine neue Platte und diese schöne Platz, diese High Brazil, die ich gesucht habe, das habe ich gefunden und freue mich jetzt vor euch zu sitzen und vor euch live zu spielen. Es ist eine andere Version von der Endaufnahme, aber wir müssen
klein anfangen. Ich glaube, das ist das, was wir alle lernen müssen. Jetzt ist klein anfangen und dann da hinkommen. So, here we go. Are you ready, Pat? Bonze! Let's do this. I don't want to make it complicated. I don't want to say something wrong. I don't want to have to ask for favors. You say no, no. I have a fear of getting automated. Close the curtains, leave the last light on. Do you think we're getting suffocated? Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we bruise. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now on a night like this. And when the lights go out the way you sleep, I'll lay before your feet on a night like this. I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on it, close like I'm on it in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish you could talk to your body, you talk to your body right now. I don't wanna be the one who breaks us. I don't wanna watch us come undone. Do you think what we have's outdated? I said no, no. I know we got what it takes to make it. All the others just drop and run. Doesn't matter what the troll we're facing. Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we're bruised. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now on a night like this. And when the on a night like this, I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on it, close like I'm on it in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish you could talk to your body, you talk to your body right now. I wish you could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on it, get close like I'm on it in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, you talk to your body right now. I wish I could talk to your body, you talk to your body, you talk. Yeah! Oh. Oh. Mein Lieber. Yeah, rock and roll! Also wenn du mich fragst, ob ich jemals irgendein Instrument gelernt habe, dann ist das Trommeln. Und mein ältester Sohn spielt mittlerweile Schlagzeug in meiner Band. Das war sie, ja. Bruder, ich achte am allermeisten tatsächlich auf das, was du machst. Und ich, Chapeau. Ne? Chapeau. Yeah. Okay, listen, I wanna... Pat, what's happened? What's happened? Ich habe noch zwei zugeschaltet. No. Bitte nicht Marc. Wenn Marc kommt, geh ich. No way. Die haben sich das jetzt mal live angehört. Nein. Aber wie die das so fanden. Wie fandet ihr es denn so? Sind wir da? Ja! Nein! Hey! Stimme noch nicht. Stimme nicht? Warum nicht? Was? Ich kenne dich doch sowieso nicht. Wo sind die? Also, okay, jetzt geht es leider nur mit der Stimme, aber ich... Ja, ihr hört uns nicht? Doch, wir hören euch, wir sehen euch leider nicht. Okay, you know what? Okay, wir raten, wer es ist. Okay, müsst raten, wer es ist. Bist du Berliner? Klar. Klar? Geborener Berliner. Ach, hey! Natürlich, zwei Berliners. Zwei Berliners! Zwei Berliners! Mit dem Bossos! Na, ihr! Bei den Bossos ist es immer so warm, dass sie immer Unterhemd tragen. Ey, weil er kann. Wegen Buddy. Ist das nur ein Buddy-Ding? Ey, Alec ist.
Ey, absolut. Ey, schön euch zu sehen. Ey, auf Twitch darf man keine Nippel zeigen. Bitte lass die Nippel drin, mein Lieber, sonst ist Twitch sofort gesperrt, mein Lieber. Absolut. Ey, wir haben uns ausgestellt. Ja, genau. Mir geht's so gut. Ey, findet ihr, ich sollte langsam gehen? Wer? Wir? Ich, Sido. Sido will die ganze Zeit. Samu. Der will die ganze Zeit gehen. Nö, bleib mal ruhig da. Nee, das ist eine Blamage. Leute, wenn ihr, wir sind Freunde, ne? Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten, ich sollte lieber gehen, aus freundschaftlichen Gründen, weil ich mich blamieren könnte, sagt das jetzt sofort. Ich glaube, das ist viel zu spät dafür. Ich würde sagen, also, solange du noch zu trinken kriegst, musst du auf jeden Fall bleiben. Das kann nur lustig werden. Ja, finde ich auch. I have drinking in the housing. Oder du packst doch die Würfel aus. Ey. Oh shit, haben wir schon mal gewürfelt zusammen? Ja. Oh shit. Wie ist denn dein Würfelname? Wie ist denn dein Würfelname? Hast du einen Würfelnamen bekommen? Ey. Oh, das, ja, Sido. Aber das weiß ich gar nicht mehr. Hallo. Ich habe gerade meinen fucking Single gespielt und wir reden über Bomben. Ey, kauft alle seine Singles, streamt seine Singles. Ab Freitag überall, Leute. Ey. Ab morgen. Überall? Ab gleich. Es ist ja gleich kein Freitag. Es ist 11 Uhr. Leute, sonst hätte ich das auch nicht gespielt. Leute. Gutes Ding und schön euch zu sehen. Single ist draußen now. Single ist gleich draußen. Zwei Dinge wollte ich unbedingt. Ich freue mich total. Zwei Dinge. Seid ihr traurig, dass ihr nicht mehr bei The Voice von The Journey seid? Hey, kannst du irgendwie so einmal kappen? Irgendwie so. Bleib da. So, sag mal, wir sehen uns bald. Am 25. seid ihr bei mir hier. Da freue ich mich sehr. Ja. Und ich bin auch bei euch in eurer Radio Bob Show. Rodeo Radio. Bosshaus Rock bei Radio Bob. Also ich, Radio Bob. Ich freue mich total. Also ihr habt irgendwie so ziemlich die High-Quality-Guests. Und ich freue mich, dass ich eine davon bin. Ihr habt die Gretchen gehabt. Warum bin ich hier nicht da? Von wegen so High-Quality-Guests. Weil das eine Rock-Show ist. Achso, I make aber auch Rock. Genau. Er kann Rock anziehen und dann er kommt. Wenn du das gerne. Wenn du einen Rock anziehst, dann laden wir dich ein. Aber nur im Sitzen, bitte. Nur im Sitzen, bitte. Das Schöne ist, Samu kommt auch. Samu, Ich verstehe. Das wird eine Seniorenveranstaltung. Ist okay, da komme ich eben nicht. Ist okay. Okay, listen, because I believe that you didn't hear. I'm gonna play the single again, right? Again, is it okay? Because I want to see the guys. I want to see both of them dancing. I mean, this is the deal. I mean, Alec, we all know what he can do, but I've never seen Sasha really rip it up without a guitar. I don't wear any pants. Ich werde dich auch so durcheinander bringen jetzt. Du gibst ja mal ihr seid eigentlich. Wann kommt ihr? Ja. Okay, so darf ich euch denn einladen zu den Yellow Jacket Sessions? Ja, ganz offiziell. Hier ist alles richtig schön geordnet, schön nach Schedule. Ja. Geht nie was schief. Habt ihr Bock mal reinzukommen? Natürlich, genau unser Style. Da sind wir dabei. Kriegen wir dann auch so eine Jacke, Ray, eigentlich? Also, Bruder, du bist XXXXL. Also, ich guck mal, was ich machen kann, irgendwie so. Hey. Nein, nicht dich, wieso? Ey. Sascha, du bist derjenige, wenn du mir den Hand gibst und ich... Ey, nee, warum hast du dem das gegeben, Pat? Jetzt spielt er die ganze Zeit damit. Die gibt's mir sein, wenn er aufhört mit der Kick. Aber ich find's auch gut. Aber Sascha, du bist halt einfach ein großer Mensch und immer wenn ich dir die Hand gebe, habe ich so ich sehe meine Hand nicht mehr. Da ist sie. Bald okay. Machen wir das wieder, Ray. Wir spielen jetzt irgendwie so For the Boss House, meine neue Single, die heute in ungefähr 10 Minuten jetzt zu haben ist. Wir sehen uns bei eurer Show und ich freue mich tierisch, dass ihr auch zu meiner Show kommt. And this is what we do in this time. You know what's happened in this time is that musicians became creative and they created entertainment that the people need at home. And I think we're delivering the best with some of the best people. So I'm really proud of you guys and I'm loving what I'm doing. Love to be here. You love to be here. I love you having you here. All right, let's do the single again. Here we go. I'm ready. Whoa! I don't wanna make it complicated. I don't wanna see something wrong. I don't wanna have to ask for favors. You say no, no. I've a fear of getting automated. Close the curtains, leave the last light on. Do you think we're getting suffocated? Is something wrong? Tastes like old love. Looks like
we bruise, we live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now on a night like this. And when the lights go out the way you sleep, I'll lay before your feet on a night like this. I wish I could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on in your clothes, like I'm on in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, you talk to your body right now. I don't wanna be the one who breaks us, I don't wanna watch us come undone. Do you think what we have's outdated? I said no, no. I know we got what it takes to make it. All the others just dropped and run. Doesn't matter what they throw, we're facing. Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we're bruised. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now on a night like this. And when the lights go out the way you sleep, I'll lay before your feet on a night like this. I wish I could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on in your clothes, like I'm on in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, you talk to your body right now. Go, Ale! I wish I could talk to your body, you talk to your body, you talk. I wanna get close like I'm on in your clothes, like I'm on in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, you talk to your body right now. I wish I could talk to your body, you talk to your body, you talk. Yeah! Yeah. On kick! On kick! Sido! Hey! Thank you, brothers. Thank you for being here. Ja, much love to Boss Sauce. Schönen Abend noch und bis bald, ja? Auf bald. Jetzt fangen wir wieder was an, mein Lieber. God bless. Bye bye. Wow. That was a nice surprise. That was a cool surprise. You're welcome. Yeah, I love you, baby. Das ist übrigens die neue Single, die ist jetzt. Mittlerweile jetzt, ne? In 8 Minuten. Ja, 8 Minuten, Leute! Leute, jetzt da raufgehen, die Single, die muss heute auf jeden Fall was, die muss was reißen, ne? Sonst war das hier alles umsonst. Das stimmt. Okay, here's a question. I mean this ernst. Here's a question. Is this the new thing where friends turn up with a load of cameras and You know what? We missed. People like us, we missed this. And Mark Forster too. Yeah. We missed to tell everybody to go to Spotify and all the streaming platforms. We missed this because people like Mark Forster wanted to sell CDs still. Yeah. And because he thought, that's my business. Yeah. But the future is streaming. And he missed the point where he had to tell all his fans to go to this one playlist. This one playlist. There's no pop artist playlist on Spotify. Not one. Sorry, did I not say that today? I said exactly that today. Not one that's serious. In streaming, generally. There's not one playlist that's serious. But we are like the serious radio artists. And we always relied on radio. Well, I love radio before I say I rely on. Right. But Spotify is the game changer. Yeah. You know? And actually, we have to... we have to rely on the Spotify rules and everything. Let's not talk about it. Über Streaming im Allgemeinen. Everybody that's listening right now, I think ihr seid die Gefolgschaft von Ray, von Leuten, die eigentlich Radiomusik hören, von Samu, ihr seid unsere Gefolgschaft. Lasst uns doch mal schaffen, dass es eine Playlist auf den erfolgreichen Streaming-Diensten gibt, die nur für Pop da ist, die auch 1 Million, 2 Millionen Follower hat. Ja. Dann wird auch Musik wieder
in der richtigen Relation funktionieren. Es geht nicht, dass nur Rap-Artist, und ich bin selber Rap-Artist, ich funktioniere auch im Radio und ich funktioniere bei Spotify und ich sage das trotzdem. Ich glaube, dass der Fehler war und der Grund, warum mittlerweile nur noch Artists, die bei Instagram und so weiter gut funktionieren, auch in den Charts ganz weit oben sind, liegt daran, weil wir Künstler, Leute wie Mark Forster und du, I blame it on you. I blame it on you. It's wirklich so. Es ist wirklich so. I mean it. Yeah, no, but listen. And me listen, too. Yeah, me too. But let that Cedar. We didn't care about Spotify at the right time. And hip hop is. Oder is, wir hatten halt no, nicht die richtigen Kontakte. Because they didn't know what to do. They did Spotify and the streaming things was the only thing they could do because they had no chance to be on the radio and everything. So they put everything they had on the streaming platforms. Yeah. Yeah. You know, you got. I remember it was first of all it was SoundCloud. So hip hop is like the biggest thing on the streaming platforms. Yeah. We missed the point to bring all our fans on the streaming platforms. Yeah, but you know, I think they're being a bit like so semi-dramatic. I have this thing. If I think I've lost a jumper, I also think I've lost the pants. You know what I mean? No. If I go to everybody, my list, everybody's going to talk charts, and everybody's going to rely on the charts. Deine Ernsthaftigkeit, wie Leute dich sehen, relies on the charts. Yeah, and you're not even. No, but I want Mark to take Forster, not even Mark Forster is playing a part in the charts, yeah. In the German charts, because it's all Spotify. Yeah. And Spotify is ruled by the rappers. Yeah. Why? I told you. Yeah, but I know, but you're aber right. Wir wollen das doch bitte in der nächsten Sondersendung besprechen, weil wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, weil wir gleich. Geht einfach auf Spotify und sorgt, lasst und uns alle dafür zu sorgen und alle Streamingdienste, aber lasst uns dafür sorgen, dass Musik einfach nur noch gestreamt wird. Scheiß auf CDs. Ich werde nie wieder ein Album machen. Ich sag so wie es ist. I'm not gonna. Ich werde nie wieder ein Album you machen. You saying this in a time when I just did an album. Yeah, I'm never doing another album. Of my time. I'm ahead of my time. And listen, you know what? You are, and you're a very. You're. I think there's a couple of things. First of all, you're a very good friend for being here tonight. And I love people who have a strong opinion. Dann schmeiß mich raus. Nein, wir singen jetzt noch einen Abschluss. Yeah, we need a strong opinion. We need a strong opinion. We don't need weak opinions. We need strong opinions. And great people have strong opinions and you're a great person. Listen to Ray's new single on Spotify, on Deezer, on Apple Music. Okay, the song is going to come. Don't buy the fucking CD. The record company went, oh my God. No, fuck, he said it like. Listen. Cedo, stop. I talked to everybody. Cedo, it's no, my show. Cedo, it's my show. No, shit. Seriously, it's just my show. Shit. Okay, listen. Okay. In 1.5 minutes, is it? Or 2.5 minutes, the single is available. You cannot even go to. Listen, to will you ever. In 1.5 seconds. Right. Just stream the song. Just stream the song. Mediamarkt ist erst 8 Uhr auf. 10 Uhr vielleicht. Mediamarkt ist 10 Uhr erst auf. Stream the fucking song. Go home, nein. Also, okay, was wir immer machen seit 16 Wochen, glaube ich jetzt, right? Wenn eine Session zu Ende geht, I can't hate you. Singen wir. If I hated you, it would have started a long time ago. Yeah, we're going to sing. Wir singen jetzt ein Lied. We're going to sing a song. This is our hymn, right? And if you're at home, it was like the hymn of the Never Giving Up we're going to play. Right. And it was the song that we played every week. At the. I swear to God, he's really trying to find out, like, you know, how far can I go before this ship sinks? Don't call me Titanic! He's gonna schmeiß mich raus. Nein. Let's go. I have mit 12 in der Kneipe gearbeitet. Glaub's mir. Okay, listen, I love you all. We're gonna be out 11 o'clock. Go check out the single. It's online everywhere. And is the video online as well, baby? The video is also online. Video is stay also on the online. Channel. Stay on the channel. Stay on the channel. The video is coming up. Thank you to Cedo. Thank you to Samu. It's Michael Schulte. It's Josephine. And my great band, Pat Farm Drums. Hey. Conor Fitzgerald on keys. Simon on the guitar. Mark on the bass. And the great team behind me. I love you all. Here hey, we go. To let's Spotify do it. Spotify and stream the fucking song right now. I ain't never giving up. I'm not the strongest, but I'm still the fighter. No one ever have enough. I like to aim high. I drink it from an empty cup. Drag from the river like a sore survivor. I was living in a rut with no life supply. Hey,
I've been so low, there's no more looking down. Hey, but I'm strong.